Herzlich willkommen bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Mein Name ist Dagmar Dehmer. Ich leite die Unternehmenskommunikation der BGE und lade Sie herzlich ein, mit uns über die Methodenentwicklung für die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen zu diskutieren. Wir wollen Ihnen einen Überblick über das geben, was unsere Kolleginnen und Kollegen in der Standortauswahl erarbeitet haben. Das wird Ihnen heute von Steffen Karnitz, dem Geschäftsführer, dem für die Standortauswahl zuständigen Geschäftsführer, und Lisa Seidel, der Bereichsleiterin Standortauswahl, präsentiert. Wir wollen das in zwei Teilen machen, weil wir in einem zweiten Teil etwas genauer auf das Tongestein schauen wollen, weshalb Sie möglicherweise sich auch interessieren für diese Veranstaltung, nämlich auf den Opalinus-Ton. Da werden einige Beispiele dann dargelegt, die bei der Methodenentwicklung ausprobiert worden sind. Bevor wir loslegen, würde ich Sie gerne um eine kleine Umfrage bitten. Wir machen das am Ende der Veranstaltung nochmal und könnten das jetzt schon mal üben. Wir würden nämlich gerne wissen, wie haben Sie von der Veranstaltung erfahren? Im Chat finden Sie einen Link vor. Wenn Sie dem folgen, können Sie sich an dieser Umfrage beteiligen. Und dann kann ich schon mal darauf hinweisen, dass Sie gleich auch noch ordentlich begrüßt werden, nämlich so, wie es sich gehört, von Stefan Stuth, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, an den ich gleich abgebe, wenn hier in etwa absehbar ist, wie diese kleinen Bällchen sich verteilen. Ja, ich glaube, man kann sagen, zum einen, diejenigen, die eingeladen worden sind, haben sich tatsächlich auch eingeladen gefühlt. Das ist toll. Und es gibt relativ viele, die uns schon kennen und deshalb über die Homepage erfahren haben, dass es diese Veranstaltung und dass es uns gibt. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Und dann übergebe ich an Stefan Stuth. Dein Mikrofon ist nicht offen. Ah, das war gerade stumm geschaltet, fremd. Gut, dann nochmal an der Stelle ganz herzlichen Dank für diese Einführung und herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die fünfte in dieser Woche. Wir sind einmal durch alle Gesteinsarten durch und heute im Bereich Ton unterwegs. Ich bin sehr dankbar, dass Sie sich für diese Situation interessieren, den Übergang vom Schritt 1 zu Schritt 2 in der Phase 1 der Standortauswahl. Es sind intensive Diskussionen, es sind intensive Fragen, die wir mit Ihnen dann auch führend erörtern wollen auf Basis der fachlichen Vorträge. Ich hoffe, dass wir auch heute wieder einen guten Einstieg in diese Diskussion finden, dass Ihr Interesse an diesem Thema dann auch so groß wird, dass Sie genau diese Botschaften, diese Informationen auch weitergeben, sodass der Kreis derjenigen, die sich für solche Veranstaltungen interessieren, quasi schneeballartig größer wird. Denn wir haben eine lange Wegstrecke vor uns. Sie kennen wahrscheinlich das Ziel. 2031 ist der politische, der gesetzgeberische Wille. Das ist der Plan, dass wir dort einen Standort ausgewiesen haben. Ein sehr intensives Beratungs-, ein sehr intensives Diskussionsverfahren, das wir miteinander, mit Ihnen, mit der Öffentlichkeit, natürlich auch mit den Ministerien, mit den Verwaltungen, mit den kommunalpolitisch Verantwortlichen führen wollen. Es gibt Beteiligungsprozesse, es gibt auch zwischen der Fachkonferenz und den anstehenden Regionalkonferenzen Formate, die sich gefunden haben. Dafür sind wir in der BGE, mein Kollege Steffen Karnitz und ich, wirklich außerordentlich dankbar, dass wir diesen Diskurs mit Ihnen gemeinsam führen können. Nehmen Sie teil an der Diskussion heute, bringen Sie sich ein und dann, glaube ich, werden wir, wenn wir nach 2 Stunden ungefähr miteinander dann diese Erfahrungen, Erkenntnisse gemacht haben, wie tatsächlich dann auch die Methodik, die Systematik aussehen kann, um die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und dann aus den Teilgebieten, den 90, zu deutlich reduzierter Zahl von Standortregionen zu kommen, ein Stück weit nachvollziehbarer machen. Wir werden diese Methodik, die wir Ihnen jetzt gleich dann vorstellen werden, natürlich auch wieder zur Diskussion stellen. Auch das ist ein Teil der normativen Vorgaben, wissenschaftsbasiert, dann auch lernend, öffentlichkeitswirksam zu arbeiten, zu diskutieren. Herzlichen Dank und jetzt einmal zurück an Dagmar Dehmer und wir hören uns ganz am Ende nochmal wieder. Danke.
Danke, Stefan Stuth. Und ich übergebe sofort an Steffen Karnitz, der den Start macht in die Präsentation für die Methodik. Vielen Dank, Dagmar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute eben mitmachen beim Thema repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen für das Würzgestein-Ton. Wir haben uns den Opalinus-Ton vorgenommen zuallererst, weil er für uns repräsentativ ist, was die Methodenentwicklung anbelangt. Worum geht es? Es geht darum, dass wir die vielen Teilgebiete, 90 Stück an der Zahl, eben in der Tat jetzt in kurzer Zeit eingrenzen wollen auf dann deutlich weniger Standortregionen. Zwischen 10 und 30 Standortregionen ist eine Arbeitshypothese, die wir für uns jetzt mal angenommen haben. Das Endlagergesetz, das Standortauswahlgesetz, hat uns dafür verschiedene Instrumente an die Hand gegeben. Und das Instrument der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung ist eines dieser Instrumente. Und das wollen wir Ihnen ganz gerne jetzt vorstellen. Ich bitte, einmal die Präsentation einzuspielen, hervorragend, und hoffe, dass wir einmal hier durchblicken können. Wir teilen die Präsentation in zwei Teile. Im ersten Teil werden wir Ihnen einen allgemeinen Einblick geben in die Methodenentwicklung, die grundsätzlich für die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen gilt, unabhängig vom Würzgestein. Und wir kommen dann in einem zweiten Teil nochmal zur Beispielanwendung Ton und werden beides Mal Möglichkeit haben, mit Ihnen zu diskutieren und eben auch Fragen zu beantworten. Dieses Schaubild kennen Sie von uns. Es zeigt nochmal sehr gut das gesamte Standortauswahlverfahren, das sich eben in drei Phasen gliedert und 2031 mit der Standortfestlegung enden soll. Wir befinden uns aktuell noch in Phase 1. Das ist die Phase, die wir gerne als Aktenstudium bezeichnen. Das heißt, im Gegensatz zu Phase 2 sind wir hier noch nicht unterwegs und nehmen eigene Bohrungen vor und erheben eigene Daten, beispielsweise durch seismische Untersuchungen, sondern wir greifen auf die Daten zurück, die teils Jahrzehnte alt sind, die uns von den geologischen Landesdiensten zur Verfügung gestellt worden sind und die uns Aufschluss geben über den Aufbau des tiefen geologischen Untergrundes. Und Sie sehen hier in grün, dass wir uns jetzt in Schritt 2 befinden. Wir bauen also auf den Teilgebieten, die wir jetzt weiter eingrenzen wollen, anhand eben der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Und Sie sehen, das, was wir jetzt lernen an Methodik, das hilft uns im gesamten Verfahren, weil wir in allen drei Phasen die Sicherheitsuntersuchung anwenden. Jetzt repräsentativ. Repräsentativ heißt übrigens nicht generisch, sondern repräsentativ heißt eben in der Tat, dass wir schon mit echten Daten in den jeweiligen Untersuchungsräumen suchen müssen und bewerten müssen. Und diese Methodik wird dann im weiteren weiter verfeinert und weiter angewendet, sodass das, was wir heute lernen, auch zukünftig zur Anwendung kommen kann. Ich komme einmal weiter und will Ihnen einmal zeigen, wo eigentlich die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen einzuordnen sind auf dem Weg von den Teilgebieten hin zu den Standortregionen. Wir haben die Aufgabe, Untersuchungsräume auszuweisen, für die wir jeweils repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen durchführen müssen. Wir beginnen dabei mit einer geowissenschaftlichen Charakterisierung eines jeden Untersuchungsraumes. Wir werden dort ebenfalls die Ausschlusskriterien, die Mindestanforderungen überprüfen. Wir können keine Regionen als Standortregionen ausweisen, in denen gewisse Mindestanforderungen nicht erfüllt sind oder ein Ausschlusskriterium greift. Und insofern überprüfen wir das im Verfahren immer wieder und auch hier schon an der Stelle der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung. Das Instrument der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien ist Ihnen bekannt, schon aus Schritt 1. Es ist ein Kriteriensatz, der uns Aufschluss gibt über die Robustheit des sicheren Einschlusses, wenn man so will. Wir müssen aber schon jetzt in diesem sehr frühen Stadium über die Parametrisierung und die Bewertung der Relevanz der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sicherstellen, dass am Ende wir zu guten Untersuchungsergebnissen kommen und dass es insofern zu einer direkten Querverbindung zu den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kommt. Deswegen werden Sie auch hier schon bei den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen berücksichtigt. Die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien sind oben ein bisschen eingerückt, das sehen Sie. Das zeigt auch nochmal, die sind nachrangig anzuwenden. Nur dann, wenn wir geowissenschaftlich, geologisch gleich gut geeignete Gebiete haben, um die dann zu vergleichen, oder wenn es ein geologisches, homogenes, gleich gut geeignetes Gebiet geht, um das sozusagen weiter einzugrenzen. Dafür sind dann optional auch die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien anzuwenden, also Kriterien, die sich an die Erdoberfläche beziehen. Und alles zusammen ergibt dann wiederum die Standortregionen, die am Ende von Schritt 2 stehen sollen und die wir dort ausweisen werden.
Sie sehen hier einmal ganz kurz die Methodik, wie gehen wir vor. Wir starten links mit den 90 Teilgebieten, die aus dem Zwischenbericht Teilgebiete entstanden sind. Und Sie sehen rechts den sozusagen Kanon von Prüfkomplexen innerhalb der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Dieser Seite wird die Elemente gleich nochmal detailliert erläutert. Aus den 90 Teilgebieten haben wir 4 Gebiete zur Methodenentwicklung identifiziert, anhand derer wir sehr konkret die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen entwickeln möchten. Wir werden jetzt, und das tun wir diese Woche, den Arbeitsstand veröffentlichen und wollen dann im Anschluss mit Ihnen darüber in die Diskussion kommen. Die Online-Konsultation ist jetzt schon eröffnet auf der Seite www.forum-bge.de. Können Sie unser Methodenpapier kommentieren? Sie können uns Hinweise geben, die dann wiederum zu einer Verbesserung und gegebenenfalls zu einer Weiterentwicklung der Methodik führen. Darüber werden wir öffentlich auch Rechenschaft ablegen, weil klar sein muss, wie wir die Methodik gegebenenfalls anpassen, bevor wir dann tatsächlich in die Abarbeitung der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen in allen 90 Teilgebieten gehen, mit dem Ziel, einen jeden Untersuchungsraum nach der Möglichkeit des sicheren Einschlusses zu bewerten. Hier sind noch einmal die Elemente sozusagen aufgeführt an der Perlenschnur. Frau Seidel wird die Elemente gleich einzeln noch mal darstellen. Wir müssen Untersuchungsräume ausweisen, abdeckend über alle Teilgebiete. In jedem Untersuchungsraum beginnen wir mit der Geosynthese. Umgangssprachlich können Sie sich das so vorstellen, dass es hier die Zusammenstellung aller geowissenschaftlichen Informationen über einen Untersuchungsraum ist. Das sind Informationen aus dem Zwischenbericht Teilgebiete. Das können Bohrungsinformationen, Schichtenverzeichnisse oder Karten sein. Das sind aber beispielsweise auch die Stellungnahmen der geologischen Landesdienste, die hier Berücksichtigung finden. Es geht dann um die vorläufige Endlagerauslegung, das vorläufige Sicherheitskonzept, also um die Frage, mit welchem Endlagerkonzept wir sehr konkret im Würzgestein vorgehen würden, wie wir den sicheren Einschluss gewährleisten könnten und welche Form der Optimierung es aus unserer Sicht geben könnte, um dann in der Systemanalyse jeden einzelnen Punkt und jeden einzelnen Aspekt der Barrieren einzeln zu bewerten, sowohl den Behälter, das umgebende Material, das Endlagerbergwerk, die Wirtsgesteine und auch das umgebende Gebirge. In der umfassenden Bewertung geht es dann darum, dass wir die Wechselwirkung zwischen diesen einzelnen Elementen bewerten und die Frage beantworten, ob ein sicherer Einschluss möglich ist. Diese Aussage treffen wir unter Ungewissheiten. Das können Datenungewissheiten sein oder Modellungewissheiten. Diese müssen wir bewerten im vorletzten Punkt. Und dann kommen wir am Ende zur Ableitung des Erkundungs- und Forschungs- und Entwicklungsbedarfs, also zu der Frage, welche Erkundungsmaßnahmen können uns dazu dienen und welche Forschungsmaßnahmen können dazu dienen, das Maß der Ungewissheiten abzubauen und so insofern zu sicheren, robusteren Aussagen zu kommen. Das ist der Moment, an dem ich an Lisa Seidel übergebe. Lisa, bitte. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich würde Sie jetzt mitnehmen hin in unsere, also ein bisschen einführen in unsere Methode, die wir jetzt entsprechend vorstellen und auch zur Diskussion stellen. Und würde erstmal damit anfangen, Sie haben ja eben die einzelnen Paragraphen gesehen auf dieser Pfeilgrafik. Das heißt, das sind die einzigen Elemente, die die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung entsprechend vorgibt, die wir auch im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung entsprechend zu bearbeiten haben. Und wir haben für unsere Methode erstmal grundlegende Arbeitsschritte identifiziert, die wir erstmal in einem ersten Schritt erstmal für alle Untersuchungsräume machen. Das ist zum Beispiel mit Blick auf das Abfallinventar, was wir zusammenstellen, was wir brauchen für den Massen- und Stoffmengenaustrag. Das stellen wir einmal zusammen, einmal grundlegend und verwenden das dann später in der quantitativen Bewertung in diesem dritten Prüfschritt, den ich gleich noch vorstelle. Wir haben das vorläufige Sicherheitskonzept und die vorläufige Auslegung, wo wir erstmal würzgesteinsbezogen in so einer grundlegenden Arbeit erstmal herangehen und dann tiefer in den weiteren Arbeiten, wenn wir uns mehr auf die Bereiche fokussieren, die aus unserer Sicht am günstigsten sind, werden wir da dann auch entsprechend gebietsspezifischer und dann auch noch detaillierter mit den Arbeiten. Aber in einem ersten Schritt machen wir erstmal so eine grundlegende Arbeit und das erstmal Würzgestein bezogen. Gleiches gilt auch für die Ableitung von Entwicklungen und für die würzgesteinsspezifischen Endlagersysteme. Da fangen wir auch einmal auf Würzgesteinsebene an, um dann in den weiteren Arbeiten vertiefter reinzugehen und dann auch entsprechend gebietsspezifisch dann die Arbeiten noch entsprechend zu detaillieren. Schauen wir uns einmal die Prüfschritte an, die ich eben schon kurz erwähnt hatte.
die Prüfschritte sind das, also sind da, sind die methodische Herleitung, die wir uns überlegt haben, wie wir eigentlich zu den Bereichen kommen, die aus unserer Sicht am günstigsten sind. Und diese Prüfschritte können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Trichtermodell. Das heißt, wir fahren vorne an und wir von Schritt zu Schritt werden wir immer fokussierter und probieren wirklich die Gebiete zu oder die Bereiche in den Teilgebieten zu identifizieren, die aus unserer Sicht die günstigsten darstellen für die Gewährleistung oder für den sicheren Einschluss. Wenn wir uns den ersten Prüfschritt einmal angucken, fangen wir an mit einer gezielten Anwendung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen. Dieser Prüfschritt wird nicht einmal stattfinden und dann ist er fertig. Dieser Prüfschritt kann auch in den weiteren Arbeiten, wo wir dann noch detaillierter gucken, entsprechend auch immer wieder angewendet werden. Und es könnte auch dort immer noch entsprechend zu Ergebnissen kommen, dass wenn zum Beispiel ein Ausschlusskriterium greift oder eine Mindestanforderung nicht erfüllt ist, dass diese Bereiche, die dort entsprechend dann identifiziert werden, in eine Kategorie D eingestuft werden. Das heißt, dass diese Bereiche, die in die Kategorie D eingestuft werden, nicht weiter im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung bearbeitet werden. Alle Bereiche oder alle Gebietsbereiche, die als bestanden gelten, das heißt, kein Ausschlusskriterium greift, die Mindestanforderungen scheinen erfüllt, gehen weiter in den nächsten Prüfschritt. Das ist die sogenannte qualitative Bewertung. Was wird da bewertet? Da wird zum Beispiel bewertet die langfristige Stabilität der geologischen Verhältnisse, aber auch die Charakterisierbarkeit an sich. Das heißt, was weiß ich eigentlich von meinem Gebiet und wie gut kann ich das eigentlich beschreiben? Wie tun wir das? Wie machen wir das? Wir nehmen uns dafür die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien in den Anlagen 1 und 4, das sind also die Kriterien 1 bis 4 zur Hilfe und bewerten diese entsprechend im Rahmen der qualitativen Bewertung durch. Was wir aber bei dieser Bewertung der Anlagen auch machen, ist, dass wir nicht nur den Blick in die Vergangenheit richten. Das heißt, wie hat sich eigentlich der Bereich in den letzten Millionen Jahren verhalten, sondern wir blicken auch in die Zukunft und schauen, welche Entwicklungen kann denn dieser Bereich oder dieser Standort entsprechend dann noch machen. Alle Bereiche, die im Zuge dieser qualitativen Bewertung eine überwiegend gute Bewertung erhalten, würden in den nächsten Prüfschritt gehen, die sogenannte quantitative Bewertung. Alle Bereiche, die dort keine überwiegend gute Bewertung erzielen, würden in die Kategorie C eingruppiert. Das heißt, dass die auch aus unserer Sicht ungünstig wären, zumindest immer mit dem Blick auf den sicheren Einschluss und auch keine weitere detaillierte Bearbeitung im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung erfahren werden. In dem dritten Prüfschritt der quantitativen Bewertung des sicheren Einschlusses bewerten wir die Möglichkeit zur Ausweisung eines EWGs. Wir gucken uns zum Beispiel die Fläche an, die Mächtigkeit, aber auch die Tiefenlage entsprechend an. Und wir bewerten auch die Möglichkeit eines sicheren Einschlusses anhand von Analogiebetrachtungen. Das machen wir mit Hilfe von Massen- und Stoffmengen aus, von dem Massen- und Stoffmengenaustrag, was wir anhand von verschiedenen Transportmodellen entsprechend berechnen. Alle Bereiche, die im Rahmen dieser quantitativen Bewertung eine überwiegend gute Bewertung erzielen, würden in den letzten Prüfschritt, den Sie hier sehen, eingehen. Die restlichen Bewertungen, die keine gute Bewertung erzielen, überwiegend würden auch in die Kategorie C eingruppiert werden. Das heißt, die Kategorie C kann sich sowohl aus dem Prüfschritt der qualitativen als auch der quantitativen Bewertung füllen und allgemein die Bereiche der Kategorie C erfahren keine weitere Bearbeitung im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Der letzte Prüfschritt, das ist der sicherheitsgerichtete Diskurs. Was machen wir in diesem sicherheitsgerichteten Diskurs? Wir schauen uns die einzelnen Prüfschritte, die wir vorher gemacht haben, also von der gezielten Abprüfung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen, der qualitativen Bewertung, aber auch der quantitativen Bewertung und probieren über eine integrale Sicht einen sicherheitsgerichteten Diskurs durchzuführen, um zu gucken, welche der Bereiche sind denn wirklich die am besten geeignetsten. Und die am besten geeignet sind, das sind Bereiche, die wir in die Kategorie A eingruppieren würden. Alle Gebiete, die dort nicht, also die im Vergleich zu den Gebieten der Kategorie A zwar auch gut sind, aber nicht so gut sind wie die der Kategorie A, würden wir in eine Kategorie B entsprechend einstufen. Alle Bereiche, die am Ende in der Kategorie A gelandet sind, würden als Ergebnis dann der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung in die weitere
sehen hier oben dieser grüne Pfeil, das heißt diese schrittweise Fokussierung auf die aussichtsreichen Gebiete. Die Gebiete, die im Ergebnis des ersten Prüfschrittes Ausschusskriterium erfüllt, Mindestanforderungen scheinbar nicht erfüllt, in die Kategorie D eingestuft werden. Das sind aus unserer Sicht die ungeeigneten Bereiche, das heißt, die erfahren keine weitere Bearbeitung. Die Kategorie C, die kann sich ja sowohl aus der qualitativen Bewertung, das heißt keine überwiegend gute Bewertung, aber auch aus der quantitativen Bewertung entsprechend ergeben, wo keine überwiegend gute Bewertung rauskommt. Diese Bereiche weisen eine sehr geringe Eignung aus, wo auch kein sicherer Einschluss zu erwarten ist. Und auch diese werden im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung nicht weiter bearbeitet und tiefergehend bewertet. Die Bereiche der Kategorie B, das sind die, die im Ergebnis des sicherheitsgerichteten Diskurses, das heißt des letzten Prüfschrittes, ja im Vergleich zu den Gebieten, die wir in die Kategorie A mit der besten Eignung einstufen, zwar eine ganz gute Eignung aus unserer Sicht haben und der sichere Einschluss auch möglich wäre, aber im Vergleich zu den Bereichen mit der Kategorie A weniger gut geeignet sind. Und die Bereiche in der Kategorie A, ich sagte schon, das sind die mit der besten Eignung, das sind die, die wir noch weiter detaillierter betrachten im Rahmen der RVSU. Das heißt, wir machen für diese Bereiche der Kategorie A die Bewertung der Ungewissheiten. Das war der Paragraph 11, wenn Sie sich erinnern an diese Pfeilgrafik. Wir machen dort auch die Ableitung der Erkundungsforschungs- und Entwicklungsbedarfe entsprechend. Und wir machen für diese Bereiche auch, das ist ja ein Punkt, auch noch über den Paragraph 7, die entsprechende Relevanzbewertung für die spätere Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Schauen wir hier mal einen Schritt weiter. Das heißt, wenn Sie sich noch an diese Pfeilgrafik erinnern mit den einzelnen Paragraphen, dann stand da ganz zu Anfang je Untersuchungsraum. Das heißt, je Untersuchungsraum ist eine Geosynthese durchzuführen, ist eine vorläufige Auslegung des Endlagers zu machen, ein vorläufiges Sicherheitskonzept zu erarbeiten, eine Analyse des Endlagersystems zu machen und dann natürlich eine umfassende Bewertung, wo die Ergebnisse entsprechend zusammengeführt werden. Aber auch Bewertung von Ungewissheiten, Ableitung, Forschungs-, Entwicklungs- und Erkundungsbedarfe. Wenn wir uns hier die Ausweisung des Untersuchungsraums einmal angucken, gibt uns die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung ein paar Anforderungen an die Hand, wo wir darauf achten müssen. Das heißt, ein Teilgebiet muss mindestens einen Untersuchungsraum umfassen. Bei mehreren vorläufigen Sicherheitskonzepten ist ein einzelner Untersuchungsraum entsprechend auszuweisen für dieses vorläufige Sicherheitskonzept. Und die Untersuchungsräume müssen die Teilgebiete räumlich vollständig abdecken. Für jeden Untersuchungsraum ist entsprechend eine gesamte repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung durchzuführen, also wirklich von vorne bis enden insgesamt dann wirklich abdeckend für den kompletten Untersuchungsraum. Wir haben uns methodischen Ansatz dazu entschieden, Teilgebiet gleich Untersuchungsraum auszuweisen. Das heißt, dass die Teilgebietsgrenzen automatisch die Grenzen des entsprechenden Untersuchungsraums abbilden. Das heißt, dass wir für jedes Teilgebiet eine vollständige repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung entsprechend durchführen. Hier einmal ein Sprung zur Geosynthese. Die Geosynthese ist eins der wichtigsten Bausteine mit im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Es ist eine fundamentgebende Arbeit, die dort einfach gemacht wird. Das heißt, es werden alle Daten, die entsprechend da sind für das Gebiet, zusammengetragen, entsprechend interpretiert, immer mit Blick darauf, was brauche ich denn für die Bewertung der Sicherheit. Das heißt, die Daten, also dieser Bezug auf alle Daten, spielt sich auch immer auf den Bezug hin, was ich brauche, um die Sicherheit in diesem Gebiet entsprechend bewerten zu können. Das sind verschiedene Dinge, zum Beispiel statische geologische Modelle, verschiedenste geogene Prozesse, aber auch die entsprechende räumliche Konfiguration, Geometrie, Internbauten, Charakterisierbarkeit der Gesteinskörper und so weiter. Und diese Informationen und vor allem diese Interpretation, die sind wichtig und die geben den ganz, ganz wichtigen Input, um überhaupt die vorläufige Auslegung des Endlagers zu machen, die Sicherheitsfunktionen zu schreiben zu können, die Prüfung der Ausschusskriterien und Mindestanforderungen durchzuführen, aber auch die Prüfschritte, wenn Sie sich erinnern, qualitative Bewertung und auch die quantitative Bewertung des sicheren Einschlusses. Und auch für die spezifischen und dann auch entsprechend standortspezifischen Detaillierungen der entsprechenden zu erwartenden und abweichenden Entwicklungen sind auch maßgeblich von diesen grundlegenden Informationen und Arbeiten entsprechend abhängig. Jetzt erinnern Sie sich, dass ich gesagt habe, Teilgebiet ist gleich Untersuchungsraum.
Wir haben aber teils ja sehr, sehr große Teilgebiete, also wirklich immens große Teilgebiete. Und dann stellt man sich die Frage, wie will man denn diese riesen Teilgebiete durch diese Prüfschritte durcharbeiten? Und wie sollen denn dann im Ergebnis dann günstige Bereiche rauskommen? Das geht doch eigentlich gar nicht. Und genau deshalb haben wir uns ein methodisches Instrument entsprechend entwickelt. Das sind die sogenannten Teiluntersuchungsräume. Wir haben nämlich auch gesagt, nein, das geht nicht. Wir müssen einfach in die räumlich differenzierte Bewertung reinkommen. Das heißt, wir müssen Bereiche, die zum Beispiel sowieso kein geografisch zusammenhängender Bereich sind, weil die im Rahmen der Teilgebietsausweisung schon zum Beispiel durch eine Störungszone oder Ähnliches schon abgetrennt war von dem übermäßig großen Bereich. Das sind auf jeden Fall Bereiche, die wir entsprechend flächendifferenziert bewerten. Oder wir haben auch teilweise regionalgeologische Gegebenheiten, die einfach dazu führen, dass ich guten Teiluntersuchungsraum entsprechend abgrenzen kann, den ich dann auch entsprechend bewerten kann, zum Beispiel durch unterschiedliche Lithologien. Mithilfe dieser Teiluntersuchungsräume ist es uns einfach möglich, den wirklich von Beginn an und auch von der Datenlage hin diese räumlich differenzierten Bewertungen entsprechend durchzuführen, um halt auch ja, das nachvollziehbar zu machen, dass hinterher genau ersichtlich ist, wo, in welchem Bereich ist eigentlich welche Bewertung, hat eigentlich zu welcher Eingruppierung in die einzelnen Kategorien eigentlich geführt. Die Analyse des Endlagersystems, das ist der Paragraph 7 in der Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung, auch eins der großen wesentlichen Punkte, wo nämlich viele, viele Grundlagen arbeiten und auch die Ergebnisse der Geosynthese und auch die Spezifizierungen, die gerade bei der Ableitung der zu erwartenden und abweichenden Entwicklungen gespielt haben, alle mit reingehen. Das heißt, wir beurteilen dort das komplette System, alle Elemente zusammen und die entsprechenden Wechselwirkungen zwischen dem Endlagersystem und zum Beispiel zwischen der örtlichen Geologie. Ist in dem Beispiel in der Grafik dargestellt mit diesen Pfeilen, die in verschiedene Richtungen gehen. Viele Elemente und die einzelnen Systeme stehen immer in Wechselwirkung mit dem sich gegenüber. Und genau das schätzen wir dort ab und bewerten das entsprechend, um dann halt in der Gesamtheit auf eine Abschätzung zu der Sicherheit und Robustheit des gesamten Endlagersystems zu kommen. Die umfassende Bewertung des Untersuchungsraums, das ist das Zusammenführen der einzelnen Ergebnisse, vor allem der einzelnen Bewertungen, die wir gemacht haben. Sie erinnern sich, diese Pfeilgrafik mit diesen Prüfschritten, wo unten diese Kategorien waren, die Sie jetzt hier auch wiedersehen anhand der Farben. Kategorie A, die grün dargestellt, B, diese hellbeigen, das die gelbe, das ist die Kategorie C und die orangefarbenen oder so rot-orangefarbenen, das ist die Kategorie D. Und alle Bewertungen, die wir durchführen in den einzelnen Prüfschritten und dann kommt meinetwegen am Anfang raus, hier greift jetzt ein Ausschusskriterium und deswegen ist dieser Bereich entsprechend in die Kategorie gekommen. Alle diese Bewertungen werden in der umfassenden Untersuchung zusammengezogen und werden abschließend entsprechend bewertet. Das heißt, dass wir dann am Ende der umfassenden Untersuchung, der umfassenden Bewertung des Untersuchungsraums, dann für das komplette Teilgebiet, und das sehen Sie jetzt hier, das ist eine fiktive Karte, diese einzelnen vier Stücke, die Sie dort sehen, das würde einen kompletten Untersuchungsraum darstellen, der ist entsprechend unterteilt, zum Beispiel in verschiedenste Teiluntersuchungsräume, und Sie sehen dort diese räumlich differenzierte Bewertung aufgrund dieser unterschiedlichen Farbgebungen in den entsprechenden Gebieten drin. Damit wären wir für den ersten Teil auch soweit durch. Erste Frage von Thomas Weber vom Verein Klar, der auch das Schweizer Verfahren ganz gut kennt. Herr Weber. Ja, guten Abend zusammen. Wir kommen aus Singen im Hegau, Teilgebiet 001, vermutlich auch 006, 007. Da sehen wir nicht ganz durch, welches Teil Untersuchungsraum es ist. Ich habe die Frage gestellt nochmal, wir sind ja in Kategorie C eingeteilt worden. Jetzt war einmal von der Frau Seidel eine qualitative Beurteilung vorgestellt. Und wenn die bestanden wird, eine quantitative. Die quantitative habe ich nicht verstanden. Welche Kriterien kommen da noch zusätzlich zur Anwendung von der qualitativen in die quantitative Beurteilung? Vielleicht darf ich noch zwei konkrete Zusatzfragen stellen. Herr Kernitz sagte vorher, es sind Beispiele, die auf echten Daten
gerechnet wurden. Heißt das, dass das Ergebnis dieser vier Teilgebiete dann eigentlich schon eine Bewertung ihrerseits ist? Wir sind in Kategorie C eingeteilt worden. Das wäre natürlich, dann würden wir da rausfallen. Vielleicht noch eine Zusatzfrage auch zur Kategorie C. Also einmal ist das Beispiel tatsächlich fundiert. Für Sie ausreichend fundiert. Und das Zweite ist, Sie haben geschrieben, dass es dann Kategorie C vorbehaltlich des aktuellen Arbeitsstandes. Gibt es dann noch einen Anlass, weitere Arbeiten für so ein Teilgebiet der Kategorie C durchzuführen? Lisa, möchtest du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Genau. Also die quantitative Bewertung bewertet zum einen die Möglichkeit zur Ausweisung eines einschusswirksamen Gebirgsbereichs. Das heißt, wir schauen uns auch nochmal und da geht dann wieder auch der Schwenk wieder in Richtung der Anlagen zu den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, die wir uns hier auch näher angucken. Zum Beispiel haben wir eine ausreichende Fläche, haben wir eine ausreichende Mächtigkeit in der entsprechenden Tiefenlage, die wir brauchen. Und der zweite Bewertungspunkt ist die Möglichkeit des sicheren Einschlusses zu bewerten anhand von Analogiebetrachtungen. Das machen wir über entsprechende Massen- und Stoffmengenaustragsrechnungen, wo wir uns halt einfach angucken über den Bewertungszeitraum, das heißt gerechnet bis über die 1 Million Jahre, wie würden die Radionuklide eigentlich in einem Wirtsgesteinsbereich mit Barrierefunktion oder in einem einschusswirksamen Gebirgsbereich später entsprechend dann Richtung Geländeoberkante, also Richtung Oberfläche, dann entsprechend hinmigrieren. Das simulieren wir dort an verschiedenen Rechenmodellen, ziehen da auch die entsprechenden zu erwartenden Entwicklungen mit rein, aber auch die abweichenden Entwicklungen mit rein und probieren das dann halt anhand von diesen 1D-Transportmodellen nachzurechnen. Das passiert im Rahmen der quantitativen Bewertung. Sie haben jetzt gesagt, Sie kommen aus dem Bereich Hegau und sind unten in die Kategorie C eingestuft worden und wollen jetzt wissen, wie vorläufig die Ergebnisse sind. Die Ergebnisse sind vorläufig, weil wir ja jetzt erstmalig unsere Methode darstellen. Das heißt, das, was wir jetzt da gemacht haben, ist, wir haben eine Methode entwickelt, wir haben die Methode entsprechend getestet an dem Opalinuston, aber auch an den anderen Gebieten zur Methodenentwicklung und stellen diese Ergebnisse jetzt vor. Aus unserer Erfahrung in der Vergangenheit, wo wir zwar auch Methoden erarbeitet haben und die auch öffentlich konsultiert haben, war es also nicht nur für uns in der Entwicklung schwierig, sondern auch für die Leute in der Öffentlichkeit schwierig nachzuvollziehen, wie man diese Methode überhaupt anwenden will. Also was passiert da eigentlich und wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Deshalb sind wir hinweg von dieser rein theoretischen Methodenentwicklung hin zu so einer praxisorientierten Methodenentwicklung. Und das, was Sie da sehen an Ergebnissen, das ist das, das bei mir rausgekommen ist. Die Ergebnisse sind vorläufig, weil wir mit der Methode noch nicht ganz am Ende sind, weil wir das auch jetzt, wir haben das zwar gemacht, wir sind uns da schon relativ sicher in den Bewertungen, was wir dort getan haben, aber die sind halt einfach noch vorläufige Ergebnisse, weil solange wir mit der Methodenentwicklung noch nicht fast vorm Abschluss stehen oder noch nicht weiter sind und alles bis zum Ende mal durchgespielt haben, wir sind ja noch gar nicht bis zum Ende des Prüfschrittes sicherheitsgerichteter Diskurs gekommen. Weil um da anzukommen, müssten wir den kompletten Opalinuston einmal durchbearbeitet haben, um dann wirklich zu gucken, wie kriege ich denn wirklich eine Bewertung, also einen sicherheitsgerichteten Diskurs hin, mit dem Fokus, was sind meine günstigsten Gebiete. Und bevor wir das nicht gemacht haben und nicht abschließend gemacht haben für mehrere Teilgebiete, vorher können die Ergebnisse auch noch nicht richtig final feststehen. Deswegen erstmal dieses Vorläufige drin. Okay, vielen Dank, Herr Weber. Dann gibt es zwei weitere Wortmeldungen. Der nächste ist Werner Gottstein. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Karnitz und zwar geht es mir um Folgendes. Wenn ihr jetzt diese Untersuchung macht, die RVSU, und habt ein ganzes Gebiet, was ihr untersucht und dann stellt ihr fest, bestimmter Teil ist in D, macht ihr dann schon eine Informationsveranstaltung, dass der Teil D entspricht und deswegen schon eher rausfallen würde und dasselbe bei C, D, bis ihr zum A kommt. Also jeweils, mir geht es darum, ich möchte, dass die Bevölkerung möglichst frühzeitig umfassend informiert wird und nicht erst, wenn ihr festgelegt habt, A, B, C, D
und dann habt das Endergebnis und kommt mit dem Endergebnis dann an die Öffentlichkeit, weil dann kann es die Öffentlichkeit schwer nachvollziehen, sondern man sollte ja die Bevölkerung mitnehmen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, der Raum Ost-Württemberg-Ulm hat da diesen Vorteil, dass da zwei Gesteinsschichten sind, Kristallin und Opalinuston. Und da ist die Frage, ihr untersucht jetzt hier den Opalinuston in dem, ich nenne es mal Mustergebiet, untersucht er das nach der RVSU und tut euer Prüfmethoden und so weiter verifizieren und verfeinern. Gleichzeitig ist ja hier, da zwei Sachen sind, könnte es ja ohne weiteres sein, dass ihr sagt, okay, gleichzeitig nehmen wir neben dem Opalinuston, prüfen wir auch, inwieweit übertragbar ist den kristalline Gestein, was ihr ja woanders untersucht. Und da wäre meine Frage, macht ihr das? Die dritte Frage, der Opalinuston hat ja bis zu 6% Wasser drin. Und da ist die Frage, untersucht ihr jetzt auch schon oder prüft ihr das, inwieweit bei einem Brand in einem eventuell Endlager, das dann im Opalinuston vielleicht sein könnte, man muss ja abwarten, was die Wissenschaft dazu sagt, was da rauskommt, untersucht ihr auch einen Brand innerhalb dieses Endlagers, was mit dem Gestein passiert. Also nicht nur 100 Grad, da fängt zwar Wasser an zu kochen, aber ein Brand, der deutlich höhere Temperaturen hat, hat man ja auch schon in den USA teilweise gesehen, dass da Fahrzeuge in Brand geraten sind und dann höhere Brände sind. Untersucht ihr das im Vorfeld auch schon oder kommt es überhaupt nicht in Frage? Sagt ihr irgendwo 80 Grad reicht uns und mehr entsteht eh nicht, weil die Behälter, Endlagerbehälter nicht wärmer werden wie 80 oder 100 Grad. Danke. Steffen Karnitz. Ja, vielen Dank, Herr Gottstein. Zu der ersten Frage, das ist uns genauso wichtig wie Ihnen auch, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, wie wir zu Standortregionen kommen. Insofern ja, unser Interesse ist es, sukzessive zu zeigen, wo D- und C-Kategorien entstehen und das auch zu zeigen. Lisa Seidel hat ja sehr deutlich gemacht, dass das, was wir jetzt heute vorstellen, ein erster Arbeitsstand ist, dass wir schon abwarten müssen, wie die Diskussion und die Online-Konsultation läuft und da gegebenenfalls auch Anpassungen kommen können. Aber richtig ist, und das war auch die Frage vorher, dass diejenigen Gebiete, die in D und C fallen, dann auch nicht weiter untersucht werden, begründet nicht weiter untersucht werden, sofort in die umfassende Bewertung gehen und dann auch veröffentlicht werden können und das auch sollten, sodass darüber auch Öffentlichkeitsdiskussionen stattfinden können. Die zweite Frage war die Frage der überlagernden Wirtsgesteine und der überlagernden Teilgebiete. Das Konzept der überlagernden EWGs wird nicht weiter verfolgt, weil wir die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung, die Endlagersicherheitsanforderungsverordnung klar so verstehen, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Radionuklide am Ort der Einlagerung konzentriert werden. Gleichzeitig ist es so, dass die Verordnung von uns verlangen, dass dort, wo mehrere Wirtsgesteine sich überlagern und jedes Wirtsgestein einzeln möglich wäre, um dort ein Endlager zu errichten, auch mehrere Untersuchungsräume gezeigt werden und untersucht werden müssen. Das heißt, jedes im Detail, Opalinuston und dann eben auch das Kristalline wird sich angeschaut. Und selbstverständlich ist es so, dass wir uns, auch wenn wir uns nur den Opalinuston anschauen, der überlagert ist in Teilen durch Kristallin, dass Kristallin als weitere Barriere uns ebenfalls in der Wechselwirkung zur wesentlichen Barriere, nämlich zum Opalinuston, anschauen und bewerten müssen. Die letzte Frage war die des Brandes im Endlager. Das, was wir im Moment tun, ist eine die grundsätzliche Möglichkeit des sicheren Betriebs. Das müssen wir darstellen. Es ist noch keine umfassende Betriebssicherheitsanalyse. Das kommt erst ab Phase 2 und dort würden genau solche Störfälle, die Sie hier gerade skizziert haben, auch nochmal im Detail bewertet. Das muss ausgeschlossen werden, dass das negative Rückwirkungen auf den sicheren Einschluss unter Tage hat und dass es negative Rückwirkungen auf das Gewölbe hat. Okay, es gibt noch zwei Wortmeldungen, dann würde ich für die erste Runde zunächst mal die Liste schließen wollen. Der nächste ist Matthias Niemeyer. Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich melde mich aus der Schweiz und bin aber sehr interessiert an diesem Verfahren, eben auch, weil ich denke, dass es eine große Aufgabe, eine große Verantwortung ist, auch, dass es in absehbarer Zeit zu einer guten Lösung kommt. Ich möchte heute Abend einen Aspekt zur Datenlage ansprechen. Wir hatten ja bei den letzten Veranstaltungen schon verschiedentlich Wortmeldungen,
wo es dann auch immer wieder um die Quantität und um die Qualität der verfügbaren Daten geht. Die große Schwierigkeit im Standortauswahlverfahren nach der Gesetzeslage ist ja, dass jetzt dieser große Schritt, man muss ja von 54% der Fläche Deutschlands dann auf etwa 10 bis 30 Standortregionen mit jeweils etwa 10 bis 100 Quadratkilometern kommen. Das ist also eine Reduktion um den Faktor 100 bis 1000. Und das Ganze ohne auch nur eine einzige zusätzliche Erkundung zu machen. Also man kann eben nur auf die Daten zurückgreifen, die man schon hat. Und die sind eben mehr oder weniger umfangreich und eben qualitativ und quantitativ ausreichend. Es wurde ja dann darüber gesprochen, was man da tun kann. Es wurden im ersten Schritt generische Daten verwendet. Dann, Herr Reicher hat das gestern nochmal gesagt, man kann dann, wo man keine Daten hat, man kann interpolieren, man kann geostatistische Methoden anwenden. Oder was am ersten Abend schon gesagt wurde, man kann auch versuchen, und die BGE hat das in Auftrag gegeben, eine neue Methode zur Prognose des Internbaus von Salzstöcken zu entwickeln. Und ich finde das ganz erstaunlich, eben wie intensiv Sie diese Sache jetzt angehen. Aber irgendwann müssen Sie ja dann auch Ihre Entscheidungen treffen auf Grundlage der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Und da müssen Sie Regionen auswählen, andere ausschließen oder zurückstellen. Und Ihre Entscheidungen müssen Sie begründen. Und die Erkundung, die beginnt dann erst anschließend in Phase 2. Und jetzt ist meine Frage, es kann ja sein, dass wenn Sie dann wirklich erkunden, dass Sie dann feststellen, dass die Erkundungsergebnisse nicht zu den Prognosen beziehungsweise zu den Begründungen, die Sie vorher aufgeschrieben haben, dass das eben doch nicht zusammenpasst oder dass der Internbau dann eben anders aussieht, als man sich das vorher ausgerechnet hat und dass dann zum Beispiel dort Anhydrit ist, wo man ihn nicht haben will. Nur als Beispiel jetzt bei Salzstöcken. Was machen Sie dann? Was machen Sie dann mit solch einem Standort? Mit solch einer Standortregion? Ich würde gerne probieren, darauf zu antworten, weil Sie sprechen damit natürlich ein Problem an, was wir natürlich, ich meine, wir sitzen in Phase 1 ja wirklich da und erkunden nicht selber. Klar, wir holen uns keine neuen Daten mit hinzu, sondern wir müssen mit dem umgehen, was halt einfach schon existiert. Und es kann natürlich sein, dass wir im Rahmen der Phase 2 bei den übertägigen Erkundungen merken, wir bohren da rein und merken, das ist jetzt aber nicht so, wie wir das anhand der Daten und anhand auch von verschiedenen Analogiebetrachtungen entsprechend für uns bewertet hatten. Das kann natürlich passieren. Das ist so. So ist das Verfahren aber auch dargestellt. Das ist so, wir wissen es wirklich am Ende des Tages, wir können uns jetzt noch so gute Methoden und noch so gute wissenschaftliche Bewertungen und auch Arbeiten überlegen, wie wir das machen wollen. Am Ende des Tages wissen wir es erst, wenn wir dort erkunden, wie die Situation wirklich ist und wie sie sich dann auch wirklich im Detail darstellt. Ich würde noch mal ganz kurz ergänzen wollen. Ja. Mhm. Ich würde noch mal ganz kurz ergänzen wollen. Ich glaube, deutlich geworden ist ja in verschiedenen Veranstaltungen schon in der Vergangenheit, dass wir sehr gute Aussagen machen können in vielen Teilen der Bundesrepublik. Und insofern glaube ich, dass wir die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich reduzieren können. Wir müssen ja auch bei den RVSUen das Maß der Ungewissheit darstellen. Das ist ja ein Bestandteil der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Und Sie können sicher sein, dass dort, wo wir uns nicht sicher sind, wir nicht suggerieren, dass wir uns sicher sind. Also dass insofern der Sicherheitssaum an solchen Stellen, um das jetzt mal zu übertragen in das Verfahren, durchaus größer wird. Aber am Ende hat dieser Seite völlig recht. Das Verfahren ist so sehr bewusst zu sagen, ihr müsst erst auf den bestehenden Daten aufbauen, die beste Schätzung abgeben, dort auch erklären, mit wie viel Unsicherheiten diese Schätzung belastet ist. Und das wohl wissen, das hat auch der Gesetzgeber so entschieden, dass die Bundesrepublik insgesamt ziemlich gut erkundet ist. Und deswegen trauen wir uns zu, diese Aussagen auch zu machen. Aber wir werden auch veröffentlichen und deutlich machen, wie groß die Unsicherheit ist, damit klar ist, wie robust die Aussage ist, die wir hier treffen. Darf ich da gerade zurückfragen, Herr Karnitz? Verstehe ich Sie richtig, dass Sie dann, wenn es dann wirklich darum geht, Entscheidungen zu treffen,
dass sie dann Regionen bevorzugen würden, wo die Ungewissheit geringer ist, wo sie also zu einer zuverlässigeren Aussage kommen könnten. Nein, genau das dürfen wir nicht tun, sondern wir bevorzugen Regionen, wo wir glauben, dass wir durch weitere Erkundungen zu besseren Erkenntnissen kommen. Das heißt also, es geht immer um die Frage der besten Schätzung. Wenn wir glauben, dass wir durch weitere Erkundungen die Geologie nicht besser machen als durch unsere eigene Prognose, dann macht es keinen Sinn, diese Standortregionen oder diesen Standort weiter zu erkunden. Wenn wir davon ausgehen können, dass wir gewisse Indikatoren haben, dass es sich hier um eine gute Geologie im Sinne der Endlagerung handelt, dann würden wir sagen, obwohl die Ungewissheit hier groß ist, kann das eine Standortregion werden, weil wir davon ausgehen, dass das Potenzial, bessere Erkenntnisse über den sicheren Einschluss zu gelangen, durch eine Erkundung, eigene Bohrung, eigene seismische Untersuchung steigen kann. So würde ich es in etwa mal beantworten. Ja, für mich klingt da jetzt so ein bisschen das Dilemma raus aus dem Standortauswahlgesetz, dass man eben Regionen nicht zurückstellen darf, nur weil die Datenlage weniger gut ist. Oder habe ich Sie dann falsch verstanden? Wir können ja Regionen identifizieren, bei denen es Daten gibt, die nicht hinreichend erkundet sind. Dieses Konstrukt sieht der Stand der AG durchaus vor. Der Punkt ist nur, dass wir empfehlen müssen, wie wir damit umgehen. Und die Diskussion, die wir aktuell intern führen, ist die, dass wir sagen, wir können nicht einfach unbegründet sagen, dass diese Regionen zur Seite gelegt werden, sondern wir müssen überlegen, wie groß eben das Erkundungspotenzial sein kann, um hier zu besseren Erkenntnissen zu kommen. Das ist genau der Punkt. Also wenn wir wissen, dass wir über eine Region relativ wenig wissen, aber die Indikatoren, die wir haben, deuten darauf hin, dass es sich um eine äußerst schlechte Geologie handelt, dann macht es keinen Sinn, diese Geologie weiter zu erkunden, weil selbst durch Erkundung wir nicht zu besseren Erkenntnissen kommen. Wenn wir eben Indikatoren haben, die auf das Gegenteil hinweisen, dann sollten wir diese Region, auch wenn wir wenig darüber wissen, im Verfahren lassen. Diese Möglichkeit sieht der Stand der AG ja durchaus vor. Okay, Herr Niemeyer. Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, und ich bin auch dankbar, dass Sie das auch offen kommuniziert haben, dass es eben auch sein kann und dass Sie es nicht für ausgeschlossen halten, dass es eben passieren kann, dass dann die Erkundung hinterher zeigt, es widerspricht den Erwartungen. Weil man ist ja nicht hellsichtig und man macht Prognosen, aber es sind Prognosen, dessen muss man sich bewusst sein. Genauso wie mit der Wetterprognose. Und wenn man einfach nur sagt, ich kann es überhaupt nicht sagen, dann ist ja auch nichts gewonnen. Man versucht das Beste, aber man kann eben trotzdem für Überraschungen nicht gefeit sein. Und da denke ich, ist es einfach wichtig, dass man das eben frühzeitig kommuniziert, dass es nicht hinterher heißt, ja, die BGE hat sich ja da völlig verschätzt und sie hat gemeint, sie wüsste es und letzten Endes hat man sich getäuscht. Nicht, dass das dann hinterher zu solchen Vorwürfen dann kommt. Darum denke ich, ist es wichtig, dass man eben auch frühzeitig darauf hinweist und eben auch, dass es kein Unglück ist, weil man ja noch mehrere Regionen dann im Verfahren hat, die dann hoffentlich besser geeignet sind. Okay, das ist das Ergebnis offene Verfahren, das im Gesetz ja angelegt ist. Es gibt noch zwei Nachfragen. Ich würde gerne die beiden Nachfrager bitten, sich vielleicht kurz zu halten, damit wir noch ein bisschen genauer auf den Opalinuston gucken können. Das sind Herr Gottstein und Herr Weber. Ich würde beide gerne noch schnell zu Wort kommen lassen wollen. Herr Gottstein. Ja, nur zwei ganz kurze Nachfragen. Einmal fließt in die RVSU auch die Gletscherhäufigkeit ein, weil jetzt gerade hier im Ostwürttemberger Raum, Ulmer Raum, ist meines Wissens die letzten ein oder zwei Gletscherzeiten nicht drüber weggegangen. Also damit auch etwas höhere Sicherheit eventuell. Gehen solche Überlegungen mit ein? Und die zweite Frage, inwieweit geht Erschließung eines eventuell Endlagers mit ein? Also ob ich jetzt von oben kommen kann oder von der Seite, da sage ich mal in der Alp drauf, von Süden oder von Norden ist natürlich anders zu behandeln, weil da habe ich schon mal 100 Meter eventuell gespart, Bergwerksarbeit, sondern kann schräg reingehen in ein eventuelles Endlager. Geht sowas auch schon in die RVSU mit ein oder kommt es später? Da kommt jetzt endlich Wolfram Rühack zu Wort. Er ist der Abteilungsleiter Sicherheitsuntersuchungen. Bitte, Wolfram. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also grundsätzlich ist es so, dass sicherlich auch solche Aspekte, also wir das auch mit
uns ansehen werden, aber es sicherlich für eine Bewertung derzeit noch keine Rolle spielen sollte, nach meiner Erwartungshaltung. Aber sicherlich wird man sich das für eine potenzielle Standortregion auch solche Aspekte mit betrachten. Aber die Endlagerauslegung, die wir vornehmen, ist relativ generisch. Und ich denke, also solch einen Detaillierungsgrad kann ich mir im Moment schwer vorstellen. Zu der ersten Frage, ja, das machen wir auf jeden Fall. Es ging ja um diese Gletscherentwicklung, also dass eben solch ein Gletscher sich einen potenziellen Standort überfährt und dass man das berücksichtigen muss, was da passiert. Wir müssen laut der Verordnung ja die zu erwartenden Entwicklungen betrachten. Also wir müssen entwickeln Szenarien, in denen wir sogenannte Features, Events und Processes, nennt sich das in der Welt der Endlagerung, in denen wir betrachten, okay, welche Prozesse könnten denn passieren? Also sind wirklich zu erwarten, dass sie passieren? Und da ist es ja so, das ist immer dieses Aktualitätsprinzip in den Geowissenschaften, dass man schaut, okay, was ist in den letzten 1 Million Jahren passiert? Und dann können wir davon ausgehen oder sollten wir davon ausgehen, dass auch ähnliche Dinge auch in den nächsten 1 Million Jahren passieren. Das ist relativ vereinfacht, aber ja, als erste Annahme ist es natürlich ganz plausibel. Und wenn man davon ausgeht, dann kommen wir so auf eine Größenordnung von 8 bis 9 glazialen Episoden für die nächste 1 Million Jahre. Und die müssen entsprechend berücksichtigt werden. Wobei man natürlich dann auch in die Vergangenheit schaut und guckt, okay, wie weit sind die Gletschervorstöße in der Vergangenheit, haben diese in der Vergangenheit gereicht und wie viel würde man das entsprechend natürlich dann auch versuchen, in die Zukunft zu interpolieren. Und dafür haben wir auch diverse Forschungsvorhaben gestartet, um das auch entsprechend nochmal mit entsprechenden wissenschaftlichen Fakten zu untermauern. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr prominentes Thema bei der Suche nach einem Endlagerstandort. Danke, Wolfram. Und dann kommt nochmal Thomas Weber und ich hoffe, die Nachfrage ist genauso kurz. Ich bin immer kurz und klar, das ist der große Vorteil, glaube ich. Nee, ich wurde nochmal aufgefordert, ich habe in Chat reingeschrieben im Anschluss an Herrn Gottstein. Jetzt Ihre Informationen auch wirklich breiter zu streuen. Also Herr Kanitz sagt ja, es sind harte Fakten, es sind gute Ergebnisse. Und wenn wir jetzt zum Beispiel vom Teilgebiet 006, 007, also von 001, 06 und 07 sprechen, dann könnten wir in die Presse gehen und sagen, okay, wir sind in Kategorie C. Oder wir machen Veranstaltungen in unserer Gegend und da würden wir Sie gerne dazu einladen. Das war meine Frage. Steffen Karnitz. Ja, so deutlich können wir es im Moment eben noch nicht sagen, weil wir gerade bei der Methodenentwicklung sind. Am Beispiel des Opalinus-Ton. Und uns war wichtig, dass wir die Ergebnisse zeigen, die Sie dann auch zukünftig erwarten können. Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass sich das nochmal verändert. Aber ich sage mal, in dem Fall, dass es jetzt in der Online-Konsultation zu völlig anderen Ergebnissen kommt und dass in der Methodenentwicklung uns gesagt wird, das geht an der Stelle so nicht, ihr kommt hier nicht zu guten Ergebnissen. Ihr müsst von der Kategorisierung in A, B, C, D zum Beispiel Abstand nehmen. Ihr müsst vom Instrument der Teil Untersuchungsräume Abstand nehmen. All das könnte ja sein, weil es noch keine fertige Methodik ist. Macht es, glaube ich, keinen Sinn, mit dem Thema jetzt Presse öffentlich zu werden. Es ist ja öffentlich. Insofern steht es im Moment aktuell ja zur Diskussion. Und was Sie in jedem Fall mitnehmen können, ist, dass aus unserer Sicht nach aktueller Lesart diese Gebiete in Kategorie C und D sich deutlich schlechter eignen als andere Kategorien. Das kann man, glaube ich, sagen, aber für jetzt sozusagen Veranstaltungen, in denen wir als BGE bestätigen, jawohl, diese Region ist abschließend raus, dafür ist es sicherlich deutlich zu früh aktuell. Gut, dann würde ich gerne zur zweiten Hälfte der Veranstaltung kommen. Lisa Seidel wird uns jetzt noch mal ein paar Beispiele vorstellen, die Anwendungen zeigen im Opalinus-Ton. Genau. Wir haben Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Diese Beispiele finden Sie auch alle in den Unterlagen, die wir veröffentlicht haben. Die finden Sie alle in dieser größeren Unterlage. Das heißt, die Anlage zu dem Konzeptpapier, das Methodenpapier, dieser über 700 Seiten mächtige Unterlagen und dieses große Unterlagenkonvolut mit den vielen Anhängen auch noch dran. Dort finden Sie alle diese Beispiele, die wir jetzt auch vorstellen. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr an Beispielen erarbeitet. Wir haben jetzt hier einfach mal ein paar mitgebracht mit Fokus auf das Gebiet zur Methodenentwicklung Opalinus-Ton. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein.
Wir haben als erstes Beispiel erstmal mitgebracht, das ist quasi die Ausweisung des Untersuchungsraums für das Gebiet zur Methodenentwicklung Opalinuston. Das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ich hatte ja erzählt, wir weisen das Teilgebiet insgesamt direkt als Untersuchungsraum aus. Das heißt, dass das gesamte Teilgebiet auch entsprechend den Untersuchungsraum für die Durchführung der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung darstellt. Wenn wir jetzt einmal uns vielleicht in Richtung dieses ersten Prüfschrittes, wir erinnern sich an diese Prüfschritte hin, immer fokussiert zu den günstigen Bereichen erinnern und gehen jetzt mal in diesen ersten Prüfschritt rein, am Beispiel mal Abprüfung der Mindestanforderung Mächtigkeit im Opalinuston. Wir haben im Schritt 1 der Phase 1, wo wir die Teilgebiete ermittelt haben, die komplette stratigraphische Einheit des Mitteljura entsprechend ausgewiesen. Wir haben da keine entsprechende Unterteilung oder Differenzierung des mittleren Juras weiterhin noch getan. Das heißt, wir haben die Mächtigkeit des Opalinustones in diesem ersten Schritt bewusst überschätzt. Und damit natürlich auch eine überschätzte Teilgebietsfläche im Ergebnis des Schritt 1 entsprechend ausgewiesen. Für die Abprüfung der Mindestanforderungen in Schritt 2 der Phase 1 gehen wir jetzt mit einem anderen detaillierteren Fokus dran. Das heißt, wir bewegen uns jetzt weg von der Stratigraphie hin mehr zur Lithologie. Das heißt, wir wollen die Anwendung der Mindestanforderung Mächtigkeit für den Würzgesteinsbereich mit Barrierefunktion, so nennen wir das was, wo man dann später auch mal drinnen ein EWG, also einen einschusswirksamen Gebirgsbereich ausweisen kann. Wir suchen jetzt im ersten Moment aber halt einen Würzgesteinsbereich mit einer entsprechenden Barrierefunktion, quasi der Opalinuston-Formation. Und was haben wir da gemacht? Wir haben das 3D-Modell, was bereits besteht, das Landesmodell, um den Top der Opalinuston-Fläche entsprechend erweitert. Das können wir uns hier einmal hier schon mal anschauen, wie wir das einzeln gemacht haben. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben eine entsprechende Mächtigkeitskarte gebaut, die sich dann entsprechend aus diesem 3D-Modell ergeben hat. Wie haben wir das gemacht? Wir haben stratigraphisches Gerüst gebastelt. Wir haben über die Bohrungsmarker aus den Schichtenverzeichnissen die entsprechenden stratigraphischen Einheiten zugeordnet, um daraus entsprechend diese Mächtigkeitskarte zu erstellen. Wenn Sie sich diese Karte ansehen, da wo der Rotton bisschen dunkler wird, nimmt entsprechend dann auch die Mächtigkeit ab. Wir haben hier die ISO-Linie bei 100 Meter. Die ist ein bisschen schwer zu sehen. Das ist die dickere schwarze Linie, die Sie dort sehen in der Karte. Und alles, was über 100 Meter ist, gilt entsprechend als erfüllte Mindestanforderung mit Blick auf die 100 Meter Mächtigkeit und alles, was unterhalb dieser 100 Meter ISO-Linie ist, entsprechend als nicht erfüllt für die Mächtigkeit, die wir entsprechend suchen. Wir haben hier noch ein weiteres Beispiel, zum Beispiel auch bei Erhalt der Barrierewirkung. Das ist was, was wir auch in einer der Mindestanforderungen entsprechend mit abprüfen. Dazu haben wir jetzt gerade im Rahmen auch oder mit Vorbereitung im Laufe des letzten Jahres ein entsprechendes Forschungsvorhaben gestartet. Da geht es um die Quantifizierung und Prognose von Erosionsprozessen in Deutschland. Am Beispiel des Opalinustons ist es so, wir haben den Opalinuston, wir haben die überlagernden Schichten und durch verschiedene geogene Prozesse, zum Beispiel die Albtraufhebungen, kann entsprechende Erodierung passieren. Das heißt, die überlagernden Schichten tragen sich ab. Und dadurch, dass wir gerade im Bereich verschiedenster Flusssysteme einfach nicht abschätzen können, einfach nicht quantifizieren können, inwieweit diese Erosionen passieren, haben wir ein entsprechendes Vorhaben gestartet und das mit Blick auf den Bewertungszeitraum von 1 Million Jahren entsprechend abzuschätzen. Das ist ein laufendes Vorhaben, das ist im Laufe des letzten Jahres gestartet. Sie finden auch dazu einen entsprechenden Projektsteckbrief mit den genauen Beschreibungen auf unserer Homepage. Das Vorhaben, meine ich, läuft bis Ende 2023. Ein Blick weiter, hier zum Beispiel ein Beispiel für eine zielgerichtete Prüfung des Ausschlusskriteriums aktive Störungszone. Da hatten wir im Schritt 1 der Phase 1 das Nördlinger Ries, das ist der Impact-Krater, unten entsprechend ausgewiesen. Da hatten wir anhand der geologischen Karte entsprechend den Kraterrand entsprechend auskartiert und aufgrund der Stellungnahme des zuständigen Landesamtes neue Informationen bekommen, dass dieser Kraterrand an einigen Stellen einfach noch breiter ist, haben wir diese Information entsprechend ausgewertet und jetzt auch mit berücksichtigt. Und das heißt, der Kraterrand des Nördlinger Ries, Sie sehen diese hellgraue Fläche, das ist die Fläche von diesem großen Kreis, den wir entsprechend schon
im Schritt 1 ausgewiesen haben. Und der wird sich jetzt erweitern um diesen, schwarzen Kreis. Da sehen Sie so ein bisschen diese weißen Löcher an der Seite. Das ist der Bereich, der sich entsprechend erweitert. Und von diesem zusätzlichen Kraterrandbereich reicht so ein ganz, ganz kleiner Zipfel. Den sehen Sie fast gar nicht. Der ist unten mit diesem roten Kreis entsprechend dargestellt. Der reicht noch in das Teilgebiet rein des Opalinustons. Und das wäre jetzt Bereich, der dann entsprechend jetzt auch in die Kategorie D entsprechend eingestuft werden würde und nicht weiter im Rahmen der RVSU betrachtet wird. Hier sehen Sie einmal ein Beispiel. Das heißt, wir haben ja eine gezielte Anwendung der Ausschusskriterien Mindestanforderungen da gemacht. Das wäre diese orange dargestellte Fläche da. Diese orange dargestellte Fläche wäre quasi eine Eingruppierung dieses Bereiches. Sie erinnern sich noch, da ungefähr ging diese 100 Meter ISO-Linie auch entsprechend lang von der Mächtigkeitskarte, die ich zuvor gezeigt hatte. Das wäre ein Bereich, der direkt in die Kategorie D eingestuft werden würde. Das heißt, der nicht tiefergehend und weiter bearbeitet wird. Und die verbleibende Fläche des Opalinustons haben wir entsprechend in Teiluntersuchungsräume eingeteilt, um halt die räumlich differenzierte Bewertung durchführen zu können. Und wir sind dort zu einer derzeitigen Einteilung von insgesamt 7 Teiluntersuchungsräumen gekommen. Von den Farben her sehen Sie die dort dargestellt. Es ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Das sind diese verschiedenen Blau- und auch Türkistöne. Insgesamt sind es voraussichtlich jetzt diese 7 Teiluntersuchungsräume, die entsprechend weiter bewertet werden. Schauen wir hier einmal noch auf die Karte. Der orange dargestellte Bereich, das ist wie gesagt, das ist dieser Bereich der Kategorie D. Das ist da, wo wir die Mindestanforderung Mächtigkeit entsprechend abgeprüft haben. Diese gelb dargestellten Flächen, das sind Flächen, wo wir im Rahmen einer ersten qualitativen Bewertung zu dem Ergebnis kamen, dass diese Bereiche keine überwiegend gute Bewertung erhalten haben und deshalb halt entsprechend in die Kategorie C eingestuft worden sind. Wenn wir uns das hier noch einmal im Detail anschauen, sehen wir das hier noch mal ein bisschen unterteilt an dem Beispiel. Sie sehen unten diesen Bereich. Das ist ein Beispiel, was sehr, sehr detailliert auch beschrieben ist in dem Methodenpapier, wo wir wirklich an dem Beispiel sehr detailliert und sehr umfassend beschreibt, diese Anlagen 2 und 3 zu den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien durchbewertet haben. Und wir kommen dort insgesamt zu einer wenigen günstigen Bewertung mit Blick auf die Barrierenmächtigkeit, aber auch mit Blick auf die Tiefe der oberen Begrenzung des erforderlichen einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. Und wir kommen dort auch zu einer ungünstigen Bewertung mit Blick auf die räumliche Verteilung der Gesteinstypen und auch Ausmaß der tektonischen Überprägung. Das heißt, dass dieser Bereich da unten, den Sie sehr, sehr detailliert beschrieben, finden auch in dem Methodenpapier in die Kategorie C eingruppiert wurde und auch entsprechend nicht weiter detaillierter im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung betrachtet wird. Sie sehen da auch schon mehr gelbe Bereiche. Das sind auch schon Bewertungen, die wir entsprechend durchgeführt haben und auch dort schon zu einer voraussichtlichen Einstufung in die Kategorie C kommen. Dieser hellgrau dargestellte Bereich und unten ist auch noch ein kleinerer Teil. Dort haben noch keine Bewertungen stattgefunden. Das heißt, dass dort auch noch keine Zuordnung zu entsprechenden Kategorien stattgefunden hat. Und damit wären wir auch schon am Ende. Hier nochmal unsere Informationsfolie. Das Online-Konsultationstool ist seit dem 29. März, also seit Montag, freigeschaltet. Die Adresse, wie Sie dorthin kommen, finden Sie dort auf der Seite. Eine Registrierungserklärung finden Sie dort auch. Und Sie können natürlich auch jederzeit Fragen, Stellungnahmen selbstverständlich an unsere dialog@bge.de E-Mail-Adresse einreichen. Das Online-Konsultationstool ist mit Fokus auf das Konzeptpapier, das heißt auf das Papier mit dem 70-seitigen Umfang, bis zum 31. Mai entsprechend geöffnet. Vielen Dank. Aktuell gibt es keine Wortmeldungen. Das war offensichtlich ein sehr überzeugender Vortrag. Gibt es im Chat etwas? Werner Gottstein würde gerne noch mal was sagen. Dann ist Werner Gottstein jetzt auch gleich dran. Ja, eine Nachfrage noch mal. Ich hatte ja vorhin schon gefragt wegen den einzelnen Einteilungen. Da ist noch eine Nachfrage von meiner Seite. Sie haben es schön gezeigt, Nördlinger Ries, da wohne ich eigentlich direkt dran. Steinheimer Einschlag, der ist auch als weißer Punkt dahinter. Ich denke, da wird es auch etwas Einschränkungen nochmal geben, was die Größe betrifft, wenn schon beim Ries so ist. Aber meine Frage zielt dahin,
Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte eigentlich die Endlagerfabrik, ich nenne sie mal so, weil es müssen ja die Kastoren umgeladen werden in einlagerbare Behälter, damit sie ins Bergwerk geschafft werden könnte. Das muss nicht unbedingt in dem Gebiet A liegen, sondern das kann auch in dem Gebiet D oder außerhalb des Untersuchungsraumes liegen. Bin ich da richtig oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Lisa, möchtest du da antworten oder Wolfram? Im Prinzip haben Sie recht. Also im Prinzip ist es so, ne? Wir schauen ja jetzt mit Fokussierung auf die Gebiete, auf den Bereich, wo wir das Endlagerbergwerk errichten. Das heißt, wir suchen ja nach einem potenziellen einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Und wenn sich dann der günstige Bereich am Rand jetzt zum Beispiel im Ergebnis von so einer Kategorie A entwickelt, dann kann es natürlich sein, dass die Tagesanlagen ganz woanders stehen. Was heißt ganz woanders? Sie können natürlich jetzt auf einer Fläche stehen, die in eine andere Kategorie landen. Das ist so. Die Positionierung der Tagesanlagen wird erst zu einem späteren Zeitpunkt dann auch wirklich feststehen, wenn man dann auch einfach weiter ist. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, also erstmal alles teile ich natürlich vollumfänglich, aber der Abstand wird sicherlich nicht allzu groß sein. Also ich denke, Lisa, ich meine nur noch mal zur Einordnung. Ne? Der wird nicht groß sein. Also es wird jetzt keine 10, 15 Kilometer weit weg sein, auf gar keinen Fall. Also das wäre so das absolute Maximum. Vielleicht so etwas, wenn man über Rampen denkt, können nur ein bestimmtes Gefälle haben. Das wären ja so die Konfigurationen, die man sich da vorstellen könnte. Ansonsten denke ich, würde man das eher aktuell von den Planungen eher eine räumliche Nähe natürlich bevorzugen, um eben auch gerade die gesamten Transportwege möglichst kurz zu halten. Okay. Herr Gottstein, Frage beantwortet oder? Nicht ganz, weil ich bin mir nicht sicher, ob da 10, 15 Kilometer ausreichen. Ich hatte ja vorhin geschilderte Alp drauf. Da spare ich mir schon mal ca. 60 bis 100 Meter, wenn nicht sogar mehr, an Höhe, die ich durchschneiden muss, wenn ich seitlich reingehe. Und das heißt, dass meiner Ansicht nach kann es auch länger wie 10, 15 oder 20 Kilometer weg sein, je nachdem, in welcher Schärfe oder Schräge ich dann in mein Endlager dann gehe. Und von daher gehe ich davon aus, dass die 10, 15 oder 20 Kilometer nicht ganz richtig sein werden im Endeffekt, sondern vielleicht länger werden. Also danke. Ich denke, das muss man dann prüfen, ne? Also grundsätzlich, das Verfahren ist ja in einem ganz frühen Stadium. Wir kennen noch keine konkreten Lokationen. Wir haben noch keine eigenen Daten erhoben. Das ist sicherlich alles davon abhängig. Grundsätzlich gilt aber bei unseren Endlagerauslegungen und Planungen, die wir machen, dass wir natürlich erstmal davon ausgehen müssen, dass es von der Betriebssicherheit, dass wir natürlich eine sehr gute Ausgewogenheit zwischen Langzeitsicherheit und der Betriebssicherheit herstellen müssen und von daher natürlich jetzt sehr lang aufgefahrene Strecken, zum Beispiel in Tongesteinen etc., das würde man natürlich eher kritisch beäugen. Dann erstmal. Also man wird sicherlich gucken, immer, was aus dem Blickwinkel der Sicherheit dann auch eben die günstigste Konfiguration. Okay, wir haben zwei weitere Wortmeldungen. Und zwar ist die nächste Ingrid Lostöter. Ja, schönen guten Abend. Ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal würde ich gerne wissen, in welche Tiefe Sie als passend empfinden, für ein Endlager im Tongebiet, im Tonstein, also welcher Bereich da für Sie in Frage kommt. Und soweit ich weiß, ist ja der Opalinus-Ton, also Sie können mich da gerne korrigieren, das werden Sie auch machen, ist ja eher ein harter oder ein verfestigter Ton. Ich frage mich, warum es keine Methodenentwicklung gibt in einem Gebiet, wo unverfestigter Ton vorherrscht. Also zum Beispiel in dem großen Teilgebiet in tertiären Ton. Da haben ja auch die geologischen Landesdienste eigentlich moniert in Phase 1, Schritt 1, dass sie bei den Referenzdaten nicht differenziert haben für verfestigten und nicht verfestigten Ton. Jetzt ja, sind Sie also gerade schwer zu verstehen. Ich sage ja auch gerade nichts mehr. Haben Sie die zweite Frage verstanden? Die zweite nur zur Hälfte, dann waren Sie eingefroren. Ach so, ja, na gut. Also ich wollte gerne wissen, warum Sie keine Methodenentwicklung am unverfestigten Ton vorgenommen haben.
zumal ja die Landesdienste, die geologischen Landesdienste schon darauf hingewiesen haben, dass auch bei den Referenzdaten im Schritt 1, Phase 1, es besser oder passender gewesen wäre, unterschiedliche Referenzdaten zu verwenden für verfestigten und nicht verfestigten Ton. Wolfram Rühack. Genau. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, mit dem Frage verfestigter und unverfestigter Ton. Ja. Es ist so, dass für die tertiären Tone, um die es dort geht, in speziell in Norddeutschland, aber natürlich auch, wir haben das Gebiet auch in Süddeutschland, wir jetzt erst einmal noch nicht sagen können, ob dieser Ton verfestigt ist oder unverfestigt. Also tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass er nicht verfestigt oder nur teilverfestigt ist. Wir haben aber auch klare Hinweise darauf, dass dieser Ton auch in den, auch diese tertiären Tone, weil die sind auch jetzt nicht so jung, ne? Also die haben auch schon so ein Alter in der Größenordnung von 50 Millionen Jahren, und liegen in relativ großen Teufen, also von 800 Metern, haben recht hohe Mächtigkeiten, und wir haben eindeutige Hinweise darauf, dass sie zum Teil auf jeden Fall auch verfestigt sind. Also wir haben also dort auch verfestigte Tone anstehen in den tertiären Tonen, und das heißt, für den Schritt 1 hier mit zwei verschiedenen Referenzdatensätzen zu arbeiten, wäre jetzt eigentlich an der Stelle, ich kenne die Kritik, die hat natürlich auch einen Punkt, aber ich denke eigentlich immer noch, dass wir da keinen Fehler gemacht haben, weil wir ja eigentlich, also der bessere Ton aus unserer Sicht aktuell, aber das ist auch noch Stand der Entwicklung, wäre eher der verfestigte Ton. Das entspricht sich auch aus dem Gesetz und den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, die auch hier ganz klar sagen, okay, die verfestigten Tone sind die als günstiger einzustufen. Genau. Und dass wir jetzt kein Gebiet gewählt haben, liegt auch damit, also es ist so ein bisschen die Idee gewesen, dass wir jetzt erst einmal angefangen haben, uns Gebiete anzuschauen. Wir haben auch drüber nachgedacht, tatsächlich auch das Gebiet mit den tertiären Tonen vielleicht mit aufzunehmen. Aber es wären dann einfach zu viele Gebiete gewesen für eine Methodenentwicklung. Also mit diesen vier Gebieten, das war schon relativ viel, jetzt das entsprechend zu bearbeiten. Und ich glaube, wir hätten dann auch keinen echten Erkenntnisgewinn gehabt. Gleichzeitig geht ja auch die Arbeit weiter, und wir werden jetzt die Methoden, die wir entwickelt haben, am Opalinus-Ton natürlich dann auch entsprechend testen. Passt das jetzt zu dem tertiären Ton? Welche Unterschiede gibt es da? Und muss man diese Methode entsprechend anpassen? Zum ersten Teil der Frage vielleicht noch kurz. Also die Auslegung, die wir gemacht haben in dem Bericht, diese Beispiele. Wir haben eine Studie durchgeführt, auch, wo wir auch mal geschaut haben, ja, wie sollte man denn eine Entlagerung abfahren? Grundsätzlich ist die Sache, dass wir theoretisch in relativ großen Teufen auch Bergwerke auffahren können. Das geht technisch, deswegen also der Hinweis, irgendwas würde technisch nicht gehen, oder es wäre dann zu heiß. Das trägt zuerst einmal nicht, zumindest nicht bis Teufen, bis sagen wir mal 2000 Metern unter Geländeoberkante. Aber was in der Sache auf jeden Fall zu beachten ist, es gibt relativ wenig Erfahrungen mit Bergwerken in größeren Tiefen. Und wir gehen erstmal davon aus, dass es außer Betriebssicherheit Teufen unterhalb von 1000 Metern besser zu beherrschen sind und deswegen vorzuziehen sind. Und wir hatten jetzt eben auch hier in dem Opalinus-Turm, wir haben das ja diese Mächtigkeiten, und die das auch so ein bisschen nach Süden einhält, also wo man eine gute Mächtigkeit hat und gleichzeitig auch eine gute Tiefenlage, war jetzt in diesem Fall so zwischen 6 Erfahrung entsprechend, dass das dann auch gut umsetzbar ist. Jetzt habe ich Sie gerade akustisch, nochmal eine Nachfrage, jetzt habe ich Sie gerade nämlich nicht gehört. Also sagten Sie zwischen 600 und 800, da ist gerade der Ton ausgefallen bei mir. Oder zwischen 600 und 1000 Meter ungefähr, finden Sie gut. Wir hatten jetzt diese beispielhafte Auslegung zwischen 600 und 700 Metern gemacht. Das ist sicherlich eine Teufenlage, die erst einmal als gut erscheint. Wir haben ja auf der einen Seite eben natürlich auch die Herausforderung, dass wir hatten das Thema ja schon, eben glaziale Prozesse, Gletscherinnen etc., dass man natürlich sagt, okay, es darf auch nicht zu flach liegen, das Endlager. Und auf der anderen Seite
Je tiefer man geht, desto mehr nehmen dann eben die Gebirgsspannungen zu und die sind stellen eben eine gewisse Herausforderung im Tongestein dar. Die sind alle beherrschbar, aber die wirken sich dann zum Teil wieder auf die Langzeitsicherheit auch negativ aus. Und das ist halt immer so ein Kompromiss, den man da finden muss. Aber wir sehen ja hier an dieser beispielhaften Auslegung, dass das grundsätzlich auch machbar ist. Ob jetzt solch eine Lokation dann am Ende tatsächlich so eine. Ja, ich verstehe schon wieder. Ja, also, Sie wollten noch mal ansetzen, ja, also, ich danke Ihnen für die Antwort, aber bei mir ist schon wieder der Ton. Also, Sie waren schon wieder weg. Ich kann mir ja die Sendung nochmal angucken, nicht? Haben Sie nicht sowas bei YouTube? Da habe ich ja, Dankeschön, gerade dann, wenn es spannend wurde, waren Sie wieder weg. Das ist die Technik. Aber ja. Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen und ich habe ein bisschen was mitgekriegt. Ja, Dankeschön. Danke, Frau Lostöter. Ich habe 3 weitere Wortmeldungen. Der nächste ist Matthias Niemeyer. Ja, vielen Dank, Frau Dehmer. Also bei mir war eben auch die Verbindung etwas unterbrochen. Ich habe auch nicht alles gehört. Darum hoffe ich, dass es jetzt zu verstehen ist. Sonst geben Sie mir bitte zu erkennen, falls der Ton weg sein sollte. Ich habe noch eine Frage zum Tonstein generell und zu dem Vorgehen, was Sie planen. Jetzt nicht nur zum Opalinuston. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass die tertiären Tone, dass die Teilgebiete teilweise ziemlich groß sind und dass sie auch eine hohe Mächtigkeit aufweisen können. Also die Mächtigkeit dann ist eher ausreichend. Und dann weiß man ja von den vom Tonstein, die hydraulische Leitfähigkeit ist klein. Das heißt, der Transport ist diffusionskontrolliert und dann sind die Gesteine ja auch eher homogen. Und das heißt dann im Fazit, es könnte ziemlich langweilig oder eintönig werden. Das heißt, es könnte sein, wenn Sie dann zunächst mal das aussortiert haben, was vielleicht aus anderen Gründen nicht in Frage kommt, dass Sie dann bei den verbleibenden Teilgebieten ziemlich geringe Unterschiede bekommen, wenn Sie dann die quantitative Bewertung des sicheren Einschlusses vornehmen. Wenn Sie dann also wirklich den Paragraphen der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung anwenden und eben schauen, quantitativ, wie der sichere Einschluss aussieht, dann sind möglicherweise die quantitativen Unterschiede gering und liegen dann so im 10%-Bereich. Und dann ist meine Frage jetzt, die eigentliche Frage jetzt an Sie, auf welcher Grundlage Sie dann weiter einengen wollen. Betrachten Sie nur die zu erwartenden Entwicklungen, so wie es die Verordnungslage fordert? Oder würden Sie in einem solchen Fall dann auch abweichende Entwicklungen in die Bewertung mit einbeziehen? Natürlich, sofern die Datenlage es zulässt. Ich höre Sie nicht. Okay. Herr Niemeyer, wir hatten auch ein Problem, Sie zu verstehen. Ich fürchte, Sie müssen einen Teil Ihrer Frage, da wo es richtig zur Sache ging, also auf welcher Grundlage wird denn entschieden, da müssten Sie, glaube ich, nochmal einsetzen. Ja, also ich mache es jetzt ganz konzentriert. Falls Sie mit den zu erwartenden Entwicklungen, so wie es die Endlagersicherheitsanforderungsverordnung vorsieht, wenn Sie aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen keine großen Unterschiede sehen und quantitativ alle Teilgebiete dann sehr ähnlich sind, alle Untersuchungsräume sehr ähnlich sind, mit 10-20% Unterschieden quantitativ, ob Sie dann vielleicht auch abweichende Entwicklungen mit einbeziehen, um auf dieser Grundlage dann zu einer weiteren Einengung kommen zu können. Die Technik, war es jetzt zu verstehen? Ja. Wir haben es verstanden, danke. Aber die Technik ist heute nicht unser Freund. Ja. Wolfram. Ich habe verstanden,
Also die zu erwarten, also die Frage bezog sich darauf, eine Differenzierung ist relativ schwierig vorzunehmen, jetzt mit diesen Modellbetrachtungen. Der Ton ist eigentlich überall relativ undurchlässig. Weitere Daten, um das genauer zu differenzieren, haben wir aktuell noch nicht. Dann schreibt uns die Verordnung ja vor, wir müssen die zu erwartenden Entwicklungen mit hinzuziehen und können darüber sozusagen eine Robustheit abprüfen. Aber auch hier ist ja die Möglichkeit im Raum, dass das keine Differenzierung erlaubt. Und dann war die Frage von Herrn Niemeyer, sollen wir vielleicht auch abweichende Entwicklungen entsprechend mit berücksichtigen, obwohl das von der Verordnung nicht vorgesehen ist. Ich denke mal, die ehrliche Antwort ist, das wissen wir heute noch nicht. Mein Bauchgefühl ist so ein bisschen eher nicht. Es ist immer so ein bisschen, wenn es in der Verordnung nicht vorgesehen ist, dann heißt das nicht, dass man es nicht machen darf. Aber man braucht schon eigentlich gute Gründe, es zu tun. Das heißt, ich würde eher schauen, welche Möglichkeiten der Differenzierung haben wir davon ab. Also jenseits noch weitere jetzt, also mit FEPs entsprechend weiter zu agieren. Das wäre vielleicht meine Hinweise dazu. Ich würde gerne mal hören, was die Lisa Seidel vielleicht auch noch an Gedanken zu diesem Thema hat. Ja, genau. Also das wird ja ein Problem wahrscheinlich sein, ne? Inwiefern man da überhaupt eine Differenzierung machen kann. Wir schauen ja jetzt im Rahmen der quantitativen Bewertung, dass wir da ja dann auch die entsprechenden Entwicklungen mit einbeziehen und dann die entsprechenden Varianten, also verschiedene Bandbreiten entsprechend mit betrachten. Wir werden es aber auch wirklich erst richtig wissen, wenn wir die quantitative Bewertung für die ganzen Gebiete auch mal durchgemacht haben. Wir haben ja jetzt angefangen, das zu machen. Wir haben das für ein Beispiel auch im Opalinus-Ton entsprechend gerechnet. Das finden Sie auch in den Unterlagen. Aber wir müssen es natürlich auch noch für viel weitere Geschichten rechnen. Und wir müssen auch, wir sind ja jetzt bei unseren Berechnungen da auch erstmal von einem absoluten Worst-Case-Szenario ausgegangen. Wir müssen da natürlich auch noch gucken, inwiefern wir da dann auch die Betrachtung noch weiter anpassen. Dafür müssen wir jetzt weiterkommen. Aber das kann ein Problem werden. Die Frage ist halt, wird es jetzt schon ein Problem oder wird es eigentlich erst später ein Problem, wenn wir weiter eingegrenzt haben und dann auch entsprechend dann mehr Daten zur Verfügung haben? Okay. Danke. Die Frage ist soweit beantwortet. Dann habe ich noch zwei weitere Wortmeldungen und eine Frage aus dem Chat. Der nächste ist Thomas Weber. Ja, hallo nochmal. Noch ein kurzer Kommentar aus der Schweiz zu der Tiefenlage des Bergbaus im Opalinus-Ton. Die haben absolut die Grenze Limit von 750 Metern festgelegt. NAGRA wird nicht weiter als 750 Meter Bergbau betreiben im Opalinus-Ton. Und ich denke, da haben die Erfahrungen, die Tunnelbauer und die Bergbauer der Schweiz sind ja führend. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage. Ich gehe nochmal zurück zum Vortrag von Frau Seidel. Diese Sache mit der Abgrenzung der Teiluntersuchungsräume ist ein bisschen schwierig. Gibt es da noch Karten oder Angaben geografischer Art, dass wir exakt diese Teiluntersuchungsräume nochmal rausholen können? Sie haben eine Grafik gezeigt, das ist Abbildung 87 von den Teiluntersuchungsräumen von Teilgebiet 1. Da wird es nämlich schon schwierig, zum Beispiel 06 von 07 abzugrenzen. Können Sie dazu noch was sagen? Wie kriegen wir denn da die Teiluntersuchungsräume genau definiert? Lisa, möchtest du? Ja, also wie wir die Teiluntersuchungsräume ausgewiesen haben, das ist in unserem Papier entsprechend beschrieben. Sie können dort natürlich nicht eine scharfe Karte absehen, ne? Das ist klar. Weil diese Definierung dieser Teiluntersuchungsräume, das sind für uns auch erstmal keine harten Grenzen. Das sind für uns ja erstmal Grenzen, die wir machen, weil wir sagen, mit dieser Abgrenzung kriegen wir eine entsprechende räumliche differenzierte Bewertung hin. Ob diese Grenze aber so bleibt, das wird sich dann erst im Zuge der Bewertung ergeben. Es kann auch durchaus sein, dass sich diese Grenzen verschieben. Das heißt, dass wir, so wie wir die Teiluntersuchungsräume jetzt erstmal entsprechend abgeleitet haben, das steht jetzt erstmal so, aber ob die Grenzen so bleiben, das wird sich weiter ergeben. Also Sie finden nirgendwo, ich weiß nicht, ob das, was Sie suchen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, suchen Sie eine Karte, wo Sie genau die scharfe Grenze sehen. Ja? Und das haben wir nicht. Also wir haben die zwar eingezeichnet und auch bewertet,
Aber das sind alles geografisch, also im Opalinuston haben wir auch den Fall, das sind alles geografisch abgegrenzte Gebiete. Ne? Also überall, wo die geografisch nicht zusammenhängen, ist dann automatisch auch ein Teil Untersuchungsraum gekommen. Das heißt, dass wir da jetzt auch, dass da auch eigentlich die Grenzen dann in dem Fall dann so eigentlich auch stehen. Bei den anderen Gebieten zur Methodenentwicklung, wo wir Teiluntersuchungsräume ausgewiesen haben, da sind das nicht unbedingt, da sind auch Teiluntersuchungsräume in geografisch zusammenhängenden Gebieten entsprechend abgegrenzt worden, über homogene geologische Bereiche entsprechend definiert. Aber im Opalinuston sind das alles geografisch abgegrenzte Bereiche. Das heißt, die ergeben sich schon aus der Teilgebietsausweisung. Wir sind halt noch in der Methodenentwicklung, Herr Weber, und noch nicht in der Bearbeitung. Gut, dann ist der nächste Dietrich Peters aus dem Kreis Stormarn, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, können Sie mich hören? Ja. Gut. Ich möchte auch nochmal anknüpfen, gerade an diese geografischen Grenzen. Das ist mir nämlich schon aufgefallen, als ich den Methodenbeschreibungsteil so ein bisschen durchgegangen bin beim Opalinuston. Also eigentlich sollen die TUR-erste Teiluntersuchungsräume ja nicht an Geografie, sondern an Geologie festgemacht werden. Das irritiert mich ein bisschen. So, und nun haben Sie also den ersten Prüfschritt durchlaufen lassen. Das heißt also Mindestanforderungen haben Sie geprüft, Ausschlusskriterien, und kommen dann zu ersten Ausschlüssen. Was mich dann wirklich irritiert ist, dann kommen Sie anhand von geografischen Grenzen. Das kann ja auch ein Gemeindegebiet sein. Das haben Sie nicht weiter definiert oder ich bin noch nicht dazu durchgedrungen. Also dann kommen Sie aufgrund von geografischen Unterschieden, von geografischen Grenzen und nicht anhand von Geologie zu Ausschluss oder Nicht-Ausschluss. Und das wundert mich. Eigentlich müsste es eher so sein, dass ein Teiluntersuchungsraum unter Umständen bei diesem Schritt schon weiter differenziert wird. Also vielleicht nicht bei diesem kleinen Fitzelchen unten im Südwesten, das ist ja nun wirklich sehr klein, aber theoretisch sollte es eigentlich so sein, dass ein Teiluntersuchungsraum, zumindest beschreiben Sie das in Ihrem Konzept, sag mal, links ungeeignet ist und rechts ist er geeignet. Und so etwas finde ich bei diesem Schritt im Opalinuston nicht wieder. Und das irritiert mich. Wolfram Rühhack. Genau, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die wirklich diese Arbeiten durchgeführt haben. Meine Abteilung ist ja zuständig für die Sicherheitsuntersuchungen, die geowissenschaftlichen Arbeiten macht eine andere Abteilung. Wir sind da natürlich im engen Austausch und ich bilde mir auch ein, das so ganz gut zu verstehen. Ich meine auch, dass wir es recht gut aufgeschrieben haben, aber es sind viele, viele Seiten, die man, also in dem sehr, sehr langen Dokument, wo es entsprechend dargestellt ist. Wichtig ist für die Ausweisung der Teiluntersuchungsräume, also die sind jetzt nicht nur nach Stadtlandfluss sozusagen ausgewählt, sondern eher danach, wie sind geologische Situationen im Untergrund. Also haben wir, wenn das möglich ist, also ich spreche jetzt über Teiluntersuchungsräume im Allgemeinen und jetzt nicht spezifisch über den Opalinuston. Also da, wo wir sagen, hier ist, haben wir bestimmte Fazielle, wie man da in der Geologie spricht, eben Unterschiede, dann findet hier auch eine Differenzierung statt. Das ist zum Beispiel in den kristallinen Gebieten so, dass eben hier verschiedene mineralogische Unterschiede dann dazu dienen, hier eine Differenzierung vorzunehmen. Oder eben auch bestimmte andere Faktoren, also geowissenschaftliche Faktoren, Störungen zum Beispiel, also entlang von groß prominenteren Störungszonen sollen zum Beispiel solche Teiluntersuchungsräume getrennt werden. Das sind solche Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich meine auch im Opalinuston, es waren eben hier diese Hegau-Region, wo also bestimmte Ausschlusskriterien gut verorten lassen, dass das dort entsprechend zusammengefasst wird. So ist mein Verständnis gewesen. Also das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Also die genauer. So weiter. Herr Peters, Sie müssten Ihr Mikrofon öffnen. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn nun ganz genau auf den Punkt gebracht, solch eine geografische Grenze? Geografische Grenze ist für mein Dafürhalten
die Projektion an die Erdoberfläche dieser Teiluntersuchungsräume, an denen die eben entsprechend beginnen oder enden. Das ist sozusagen die geografische Grenze, die wir in unseren GIS-Systemen, in unseren Karten, in unseren 3D-Modellen entsprechend räumlich ausweisen, wobei diese Grenzen nicht hart sind. Das ist ja der nächste, das hatten wir jetzt, weiß ich, noch gar nicht so richtig angesprochen. Das sind ja nur Arbeitsstände, das heißt ja, in der Bearbeitung ist auch immer eine Option, diese Grenzen sowieso noch zu verschieben. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, weswegen vielleicht für uns auch diese Grenzen, das sind Hilfsmittel, das war bei der einen Folie, die vorhin gezeigt wurde, ja auch dargestellt, das ist eben Hilfsmittel, um von den sehr großen Teilgebieten gleich Untersuchungsraum, also in diesen sehr großen Untersuchungsräumen, da ist ja das Teilgebiet 1, Opalinuszone, ja eher noch ein kleineres, in diesen sehr großen Untersuchungsräumen ein methodisches Tool zu haben, um das zu unterteilen nach geologischen Kriterien und dann dort zu arbeiten. Aber diese Teiluntersuchungsräume selber sind natürlich dann geografisch entsprechend auszukartieren. Und genau, ich hoffe, das war jetzt, also besser kann es, glaube ich, nicht. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, wohin das Ganze geht. Ich denke, wenn ich weiter im Bericht pool, dann finde ich das auch. Aber erstmal war mir das so aufgefallen. Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. Wir haben noch eine Wortmeldung und einen Hinweis und eine Frage aus dem Chat. Ich ziehe die Wortmeldung vor. Helmut Reichelt würde gerne was sagen. Ja, sprechen Sie. Vielen Dank. Bin ich zu hören? Ja. Ja. Mir geht es um die Frage Forschungsvorhaben, Erhalte, Barrierewirkung. Wurde ja vorher von Frau Seidel angesprochen. Ich wohne hier in Ulm am Fuße der Schwäbischen Alb und mich interessiert zum einen, ist dieses Forschungsvorhaben jetzt speziell bezogen auf das Teilgebiet 1 und zweitens geht es ja eigentlich um die Thematik Eiszeit und auch die Thematik Karst, weil die Schwäbische Alb, die ja allgemein bekannt ist, sehr stark verkarstet. Karst wird ja auch letztendlich durch Niederschlag immer weiter ausgehöhlt. Also konkret die Frage, was soll hier untersucht werden in diesem Forschungsvorhaben? Und da streckt sich das jetzt speziell auf Teilgebiete ein. Wer kann darauf antworten? Lisa oder Wolfram? Ich kann ja mal anfangen. Also dieses Forschungsvorhaben, was wir vorgestellt haben, das bezieht sich auf die Quantifizierung und Prognose von Erosionsprozessen für ganz Deutschland. Also jetzt nicht fokussiert nur auf das Teilgebiet 001. Und wir haben auch noch weitere Vorhaben laufen und gestartet, entsprechend zu Subrosionsvorgängen auch, haben wir auch Vorhaben gestartet und die beziehen sich aber auch auf Prognosen, dahingehend auch immer bezogen dann auf so eine deutschlandweite Betrachtung dann auch. Also es ist jetzt nicht nur, die Vorhaben sind jetzt für den Opalinuszone gestartet, sondern sie sind eigentlich für alle Teilgebietsbereiche entsprechend gestartet worden. Immer den Blick auf das große Ganze gelegt. Frage beantwortet? Nochmal ganz konkret die Frage Karst. Also mir ist klar, Karst gibt es auch woanders in Deutschland, aber ist quasi die Eiszeit ausschließlich jetzt Gegenstand dieses Forschungsvorhabens oder auch zum Beispiel eine vorhandene Verkarstung in der Deckschicht? Ich muss gestehen, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Die Frage war, ob nur auf Eiszeiten geguckt wird bei dieser Bewertung oder bei diesem Forschungsprojekt zur Erosion oder ob es auch um andere Faktoren geht, die zur Erosion führen, wie zum Beispiel dieser Faktor Verkarstung. Genau. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz exakt mit diesem Forschungsvorhaben. Ich kann sagen, dass wir natürlich, wenn Verkarstung im Deckgebirge entsprechend vorliegt, dass es in der Betrachtung natürlich eine Rolle spielt. Welche ist natürlich offen. Also man darf jetzt nicht sagen, das kam manchmal auf nach dem Motto, da ist Karst da drüber, dann darf man darunter kein Endlager bauen. Also so einfach ist es nicht. Aber man muss es im Blick behalten. Also man muss natürlich entsprechend bewerten, weil wir haben natürlich immer grundwasserführende Deckschichten. Also von daher, das, mit dem Karst ist es aber eine spezielle Problematik. Der Karst ist ja jetzt erstmal, das sind entsprechende
in Süddeutschland ja sehr, ja, ein sehr bekanntes, prominentes Phänomen in den größeren Tiefen, dass hier größere, ja, Hohlräume eben in den Kalkgesteinen des Juras entsprechend dort auftreten. Aber es ist jetzt ja nicht direkt gleichzusetzen mit den erosiven Prozessen, die ja an der Erdoberfläche wirken, sondern es sind Lösungsprozesse im Untergrund, die dann theoretisch auch, ja, mit Erdfallproblematiken einhergehen können, aber nur, wenn sie in relativ flachen Teufen entsprechend auftreten. Hier ist der Karst ja aber in relativ großen Tiefen anzutreffen und es wäre aus meiner Sicht, so was aktuell werden kann, eher ein Thema für die Fragestellung, also für eine Gesamtbewertung, also um das Umfeld des Endlagers herum, was aber jetzt in dem Schritt der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung auch noch nicht solch eine große Rolle spielt, aber in der Gesamtschau, in der Gesamtwürdigung natürlich trotzdem auch mit betrachtet wird. Lisa, möchtest du noch ergänzen? Nee, das passt soweit, alles gut. Okay, dann vielen Dank, ja. Herr Reichelt. Dann würde ich jetzt die Frage aus dem Chat vorlesen. Bettina Franke vom Elbeck in Niedersachsen hat vermutlich in dem Moment, als es um die Frage ging, warum habt ihr nicht im tertiären Ton ein Gebiet zur Methodenentwicklung ausgewiesen? Wie wollen Sie dann aber Ihre entwickelten Methoden auf die anderen Tonsteingebiete übertragen? Wer möchte darauf antworten? Also die Frage war jetzt, wie wir unsere Ergebnisse auf andere Tongebiete übertragen. Die Methode aus dem Opalinuston in andere Tonsteingebiete. Da sind wir noch dabei. Ne? Wir sind mitten dabei am Arbeiten. Ich glaube, was ich mitgekriegt habe, wir sind da jetzt nicht, haben wir das durchaus auch schon angefangen, entsprechend uns auch anzuschauen in anderen Tongebieten. Sind da aber eigentlich am Anfang. Grundsätzlich gibt es ja auch gewisse Unterschiede, die ja zu berücksichtigen sind. Also in der Gesamtschau, ne? Also jetzt weniger in der Sicherheitsbewertung, sondern gerade auch in dem Auskartieren in den sehr großen Flächengebieten, wo sind jetzt eigentlich die Bereiche, die sich besonders anbieten für einen Endlagerstandort. Da kann ich vielleicht als Beispiel dann doch das Teilgebiet 4 in Norddeutschland anführen mit dem tertiären Ton, weil das kenne ich recht gut. Hier ist ja die Sachlage zum Beispiel die, dass wir in den Randsenken der Salzstöcke relativ hohe Mächtigkeiten von sehr hohen homogenen Tongesteinen anstehen haben. Und das sieht man natürlich, das passt jetzt gar nicht zum Opalinuston, weil wir haben im Molassebecken keine Salzstöcke und keine Randsenken. Und von daher muss man hier natürlich etwas anders vorgehen. Ansonsten sind aber sehr, sehr viele dieser Vorgehensweisen sehr, sehr analog zu betrachten. Also man würde, die Schematik bleibt schon sehr, sehr gleich im Grunde genommen. Welche Unterschiede es noch geben wird, und es wird ganz bestimmt Unterschiede geben und die werden uns ganz bestimmt auch noch ordentlich Kopfzerbrechen bereiten, das werden wir dann noch beobachten. Aber ich glaube, im Grunde genommen, das war eigentlich immer unsere Überzeugung, da hätte ich jetzt auch keinen Grund daran zu zweifeln, passen diese Methodengebiete schon im Grunde genommen ganz gut. Bei allen Unterschieden, die wir dann eben haben, auch bei den anderen Tonsteinen. Okay, dann würde ich noch einen Hinweis vorlesen. Und wenn während dieser Zeit keine weitere Wortmeldung reinkommt, biegen wir in die Schlusskurve der Veranstaltung ein. Der Hinweis kam von Stefan Kaufhold. Er bezieht sich auf die Diskussion, kann es denn sein, dass am Ende sich die Tongesteine gar nicht differenzieren lassen? Und da schreibt er, wir sollten nicht vergessen, wie unterschiedlich Tonsteine sind. Fast alle chemischen und physikalischen Eigenschaften hängen stark von der Konsolidierung, der Mineralogie und der Mikrostruktur ab. Es werden also nicht alle schmieren, es werden ausreichend Parameter zur Differenzierung von Standorten existieren. Wenn ihr das nochmal kommentieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Sonst sieht es tatsächlich so aus, dass ich hier nichts mehr tut, oder? Dagmar, du musst, glaube ich, nochmal helfen mit der Frage. Das ging mir irgendwie zu schnell.
Das war der Hinweis, dass es genügend Parameter geben wird, weil die Physik, die Chemie und die Mineralogie, die Mikrostruktur Parameter geben könnte, tatsächlich Unterschiede zu finden. Also dieses Problem, dass man möglicherweise nicht ausdifferenzieren kann, das sieht der Hinweisgeber nicht. Wenn wir selber erkunden können, ab dem Zeitpunkt ist sicherlich immer eine Möglichkeit der Differenzierung gegeben. Also wenn wir selber wirklich eine Bohrung abteufeln können, dort einen Kern ziehen können, Bohrlochgeophysik durchführen können, Pumptests durchführen können, etc., dann können wir natürlich differenzieren. Mit den entsprechend vorliegenden Daten ist das eben herausfordernd. Das ist immer ein bisschen situativ, und aber auch hier gibt es sicherlich Möglichkeiten, wie man entsprechende Ausdifferenzierung vornehmen kann. Aber es ist etwas schwieriger, weil wir eben mit den Daten arbeiten müssen, die vorliegen. Okay. Als letzter hat sich jetzt noch Andreas Fox gemeldet. Er gehört zum Planungsteam Bochum Endlagersuche. Ich glaube, ich habe es richtig in die Reihenfolge gebracht, Andreas Fox. Ja, Planungsteam Bochum Endlagersuche. Ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, hier noch ganz kurz darauf hinzuweisen, dass wir dieses Forum Endlagersuche im Mai, Ende Mai mit anbieten, 20. und 21. Mai. Wir werden zwei Arbeitsgruppenphasen haben, aller Voraussicht nach, wo wir in drei unterschiedlichen AGs zu den geologischen Themen auch intensiv einzelne Fragen erörtern wollen, und freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind und wenn Sie auch Ihre Anregungen vorher auch mit in den Prozess einbringen. Mehr an dieser Stelle erstmal nicht. Ich denke, wir haben noch genug zu tun, die Unterlagen zu studieren, wozu wir übrigens auch noch kurze Vorbereitungs-AGs mit anbieten werden. Danke, Andreas Fox. Damit ist die Redeliste abgearbeitet und wir gehen in die Schlussrunde unserer Veranstaltung. Ich würde Sie da gerne noch mal bitten, uns zu unterstützen mit Ihren Hinweisen. Wir würden gerne noch mal eine Mentimeter-Umfrage machen. Das sind genau genommen drei. Der Link zu dieser Umfrage wird Ihnen wieder in den Chat gestellt. Und ich werde da jetzt nur so ein bisschen drüber quatschen, so ähnlich wie Andreas Fox eben mit dem kleinen Werbeblock. Das soll Sie nicht abhalten, sich an der Umfrage zu beteiligen. Wir werden am 12. April die nächste reguläre Einstiegsveranstaltung anbieten. Endlagersuche, wie geht das? Das haben wir jetzt im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe auch regelmäßig getan vor den Veranstaltungen, so wie heute. Und wir werden am 26. April ein Planspiel anbieten. Das ist ein interessantes Experiment, wo man sich selbst in die Lage versetzen kann, mal in die Schuhe von jemand anderem zu steigen. Wir haben das schon zweimal digital gemacht und hatten viel Freude dran, weil alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch viel Freude dran hatten. Und ich denke, es würde sich lohnen für all diejenigen, die sich für die Endlagersuche interessieren, sich da einfach mal reinzuwählen und vielleicht mal als Landrat zu argumentieren oder als Bürgerinitiative oder als Aufsichtsbehörde. Das wollte ich Ihnen nur noch ans Herz legen. Wenn dann langsam Ergebnisse kommen, können wir die vielleicht schon mal sehen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Weniger Textfolien. Ja, da arbeiten wir immer dran, aber es klappt nicht immer. Und wir haben hier sowohl verständlich als auch unverständlich. Da werden wir bei der Auswertung auch noch ein bisschen was zu tun haben. Oh je, niederschmetternd, das ist ja kein schönes Wort.
Vielen Dank für Ihr Feedback. Das hilft uns weiter bei der Planung weiterer Veranstaltungen, denn wir werden nicht das letzte Mal zusammengekommen sein. Wir haben aber noch ein kleines Highlight, bevor Stefan Stuth die Veranstaltung beschließen wird. Ich würde gerne Barbara Schneider bitten, uns Einblick in ihr Werk zu geben. Barbara Schneider ist die Graphic Recorderin, die uns jetzt schon die ganze Woche begleitet hat und sich heute mit dem Tonstein beschäftigt hat. Wollen Sie uns mal durch Ihr Bild führen, Frau Schneider? Ja, sehr gerne. Mal ran. Das ist ja jetzt schon die fünfte Veranstaltung und auch die letzte. Also wir haben uns schon alle Gesteine angeguckt. Das Tongestein ist jetzt das letzte und genauso geht es auch los. Wir schauen heute auf den Opalinus-Ton, gehen in die Methodenentwicklung. Unser Werkzeug ist die repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung, die wir jetzt anwenden auf die einzelnen Bereiche. Wir sind in Phase 1, also wir bekommen unser Wissen quasi nur durch Daten aus dem Bergbau und aktuelle Daten. Also wir sind sozusagen da in der, wurde es ausgedrückt, in der Akten- und Datenphase noch, Phase 1. Das geht aber dann natürlich in die Untersuchung, die übertägige und die untertägige. Jetzt ging es erstmal darum, einen Standort auszumachen. Durch die Standortsuche, verschiedene Hilfsmittel wurden dafür verwendet, wie die Geosynthese, Sicherheitskonzept, Systemanalyse und die Bewertung. Das Ziel war immer, ein Gebiet mit bester Eignung zu finden. Das wurde dann über die vier verschiedenen Prüfungsschritte geschafft oder halt ermittelt. Der erste waren die Ausschlusskriterien und die Mindestanforderungen, dann die qualitative Prüfung, quantitative Prüfung und am Ende der sicherheitsgerichtete Diskurs. Dementsprechend wurden die Gebiete in vier Kategorien eingeteilt, um das Gebiet mit der besten Eignung zu finden. Das geschah über die Einteilung von den Untersuchungsgebieten in Teilgebiete. Die wurden dann einzeln untersucht und letztendlich hat man auch in den Teilgebieten unterschiedliche Kategorien gefunden, sodass das relativ heterogen war, auch in einem Teiluntersuchungsgebiet. Dann ging es in die erste Fragerunde. Genau, wie vorläufig ist die Methode? Die ist ja jetzt erst entwickelt worden und noch nicht ganz angewendet worden. Daher ist sie nur vorläufig und befindet sich sozusagen ja, so Work in Progress halt. Dann wurden noch erwähnt, also wann werden Sicherheitsfragen mit einbezogen, wie zum Beispiel Brände. Das geht los in Phase 2. Dann ab wann wird die Öffentlichkeit beteiligt, damit sie eben von Anfang an dabei ist und komplette Transparenz über alle Prozesse und jeweilige Stand der Dinge hat. Das sollte relativ früh geschehen, also so früh wie es geht, damit eben jeder genau Bescheid weiß, wo man gerade steht und was gerade geschieht. Und eben, also da die Öffentlichkeit mit einbezogen werden soll, das ist auch ganz wichtig und erwünscht, dass sie sich beteiligt und auch Kritik oder Ideen oder Feedback gibt. So, dann ging es weiter. Schätzung nur aufgrund von Daten, was ja im Moment der Fall ist. Und danach werden Gebiete bewertet. Das ist halt tatsächlich dann so, dass man auf die Daten zurückgreift, die es halt gibt. Und das, was man nicht weiß, das weiß man nicht. Das kommt dann wahrscheinlich dazu, wenn das in die praktische Phase geht, wenn man die Gebiete direkt anschaut und auch noch neue Daten dadurch bekommt. Aber vorerst ist es eben so, dass es nur anhand von Daten abgeschätzt wird. So, genau. Das war heute echt ein bisschen sehr speziell. Okay, dann gab es den Eiszeitfaktor. Der wird mit berücksichtigt. Das ist immer, wenn das in Eiszeitperioden geht, da diese Lagerung ja unglaublich lange ist, was mein Zeitempfinden komplett übersteigt, also 1 Million Jahre, kann ja auch viel unter der Erde passieren und man sollte halt
alles möglichst vorab irgendwie einschätzen. Insofern auch Eiszeiten oder Ähnliches. Das habe ich da den Eisbär gezeichnet. Und ich hoffe, dass diese Fässer da irgendwie ja, gut durchkommen, dass das mit berechnet wird. Aber wird anscheinend, also wird zumindest so beantwortet. Genau, dann die Positionierung. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also von diesen Zubringerschächten, wo die ansetzt und inwieweit die dann in diese Bereiche reingeht, also 10 bis 20 Kilometer. So habe ich halt so einen Zubringerschacht gezeichnet, durch den das Ganze dann da reingebracht wird und in diesen Einlagerungsbereich dann verfrachtet wird. Genau, also Differenzierung Tongestein, das wird erstmal quantitativ. Bei der quantitativen Betrachtung wird das mit einbezogen, die müsste man erstmal abwarten. Dann die Tiefe, in die man geht, also 600 bis 700 Meter ist halt irgendwie eine Tiefe, wo man wohl Daten hat. Und da wurde auch noch gesagt, Grenze beim Bergbau liegt bei 750 Meter. Darunter gibt es aber wohl auch noch Tongestein und da hat man aber weniger Erfahrung und es gibt irgendwie die Gefahr von Gebirgsspannung. Dann Grenze Opalinuston entspricht den geografischen Grenzen. Und ist ein Hilfsmittel, um für die großen Untersuchungsräume ein Aufteilungstool zu haben. Und daran hat man sich orientiert, ist aber keine feste Grenze, sondern die ist auch noch irgendwie verschiebbar. Es ist einfach nur, damit man diese Räume aufteilen kann. Dann gab es noch, ob man die Methode auf andere Bereiche übertragen kann. Und das konnte man zwar auch noch nicht so ganz sagen, aber irgendwie schon abschätzen. Und das muss man dann machen, wenn man die einzelnen Sachen direkt untersucht und in die nächste Phase geht. Genau, da wurde noch geguckt, mit dem Opalinus-Ton wird es gescheint Barrierefunktion, also wie groß die Barriere ist. Und da wurde eine Anforderung beispielhaft genannt, nämlich die Mächtigkeit, also alles, was über 100 Meter liegt, ist gut. Und dann ist die Mindestanforderung erfüllt. Und so wurden halt diese Kriterien nochmal durchgearbeitet und die Einordnung in Kategorien erklärt. So. Schneider, das ist wieder ein großes Bild geworden. Ja. Toll. Wir freuen uns schon drauf, die Bilder dann gesammelt in der kommenden Woche zu veröffentlichen mit einer kleinen Auswertung. Das letzte Wort in unserer Veranstaltung hat Stefan Stuth, der die Veranstaltung ja auch begonnen hat. Das, finde ich, gibt einen guten Bogen. Ja, liebe Dagmar, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Teilnahme an den Diskussionen, an den Fragen. Für mich war diesmal wieder besonders faszinierend, dass in der Tat der Kreis der Teilnehmer von Norden Schleswig-Holsteins über Niedersachsen, Baden-Württemberg bis in die Schweiz hinein reicht. Das zeigt eben tatsächlich das Interesse an diesem Endlagersuchverfahren und die Richtigkeit, dass wir auch in diesem Moment wieder öffentlich werden, in die Öffentlichkeit gehen mit dieser Methode, die wir in den verschiedenen Gebieten entwickelt haben, auch mit der spannenden Frage, wie lässt sich das eine auf das andere übertragen. Das zeigt tatsächlich, dass das Work in Progress ist, dass wir immer wieder auch kommunizieren wollen und dieses natürlich auch entsprechend darstellen, mit Ihnen konsultieren wollen, austauschen wollen. Daher noch einmal die Bitte, sich einzubringen, diesen Konsultationsprozess bis zum 31. Mai. Und ich bin Herrn Fox sehr dankbar, dass er auch auf die Veranstaltung des Forums Endlagersuche hingewiesen hat, weil genau diese Formate für uns natürlich wichtig sind, in denen wir dann miteinander diskutieren können, wo die Fachleute auf der einen Seite, aber auch die Interessierten aus der Zivilgesellschaft dazukommen, die kommunalpolitisch Verantwortlichen, wie wir sie heute ja auch in unserer Runde gehört haben, vielleicht der ein oder andere Abgeordnete aus dem Bundestag, aus den Landtagen, Kreistagen und aus den Ausschüssen. Also insofern, glaube ich, haben wir in dieser Woche es geschafft, einmal den Ritt durch die Methodik dem Grunde nach, aber eben auch durch die vier Gebiete zur Methodenentwicklung. Ich hoffe mal, so viele Impulse gesetzt haben, dass, so wie Frau Lohstädter gesagt hat, es vielleicht auch sinnhaft ist, nochmal nachzuschauen. All diese Dinge, all diese fünf Abende werden aufgezeichnet. Die Protokolle, die Karten, entsprechend dann auch das Graphic Recording zur Verfügung gestellt. Und ich denke, das ist eine gute Basis, um in den Schritt 2 hinein zu starten, in diese sehr, sehr intensive Arbeit,
wo wir eben nicht nur das Standortauswahlgesetz, sondern auch so komplizierte Dinge wie die Endlagersicherheitsanforderungsverordnung oder die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung in die Praxis umzusetzen haben und natürlich, und das ist heute auch mehrfach deutlich geworden, immer wieder auch in einfache Sprache transferieren müssen und wollen, immer auch gerne zu Veranstaltungen kommen, wo immer Sie jetzt den Impuls aufnehmen und sagen, ja, in der Tat, das wollen wir nochmal vor Ort diskutieren. Sprechen Sie uns an, sprechen Sie das BASE an, sprechen Sie das Nationale Begleitgremium an. Ich denke, die drei Institutionen sind die, die staatlich beauftragt sind, dieses Endlagersuchverfahren durchzuführen. Und wir kommen gerne. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und ich hoffe sehr, dass wir, so schön es ist, dich hier am Bildschirm zu sehen, noch mal viel schöner, so haben wir es am Montag in Winsen erleben dürfen, wenn man einfach sich auch wieder face-to-face austauschen kann, miteinander diskutieren kann. In diesem Sinne zunächst mal, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen bei diesem Thema. Und jetzt haben wir Freitag. Dank nochmal an Steffen Karnitz und sein Team, an Lisa Seidel, an Wolfram Rüyack, an den Kollegen Sönke Reichel, der heute nicht dabei war, und Dagmar Dehmer für ihre immer wieder sehr professionelle Moderation. Das bringt Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Team mit dem Austausch mit Ihnen gemeinsam diese große Herausforderung lösen können. Dankeschön, schönes Wochenende und auf bald.